Ich hoffe, es haben nicht viele zugeschaut den Anfang. So, ja. Hallo, hallo. Butu, butu, butu. Peace da draußen. Ja, wollen wir loslegen? Ah, schön. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaroc und wir legen auch gleich los. Ah, wer ist denn heute da? Nevio, Chairman Chicken, Alexander, Xaver, Mr. Gaming, Hallöchen, Kirmeskanal, Butcher. So, okay. Ah, ich mag diese Musik. Irgendwie ist die cool. Bum, 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 bum. Bin der Erste gewesen. Die Sandra, hallo. Lugi ist auch da. Warte mal, ich muss die Kamera umstellen. Die ist nämlich gerade so slowed. Da ist es nicht so fließend. Das ist wegen diesem blöden Belichtungseffekt. So, jetzt ist es fließender. Zwar ein bisschen dunkler, aber man sieht die Bewegungen. Ah, jetzt habe ich den Chat ausgemacht. So, jetzt. Kims möchte gegrüßt werden. Hallo Kims. Hm? Wie geht's dir? Dann haben wir den Janusz. Der Janusz ist krank. Oh. Alles Gute. Werd wieder schön gesund. Gut, fangen wir an. Ah, also, was ist heute Programm? Heute machen wir das Testcenter weiter. Möchte ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier vorne schon diese Platte hingemacht, wo wir dann Slalom-Parcours machen, Huckelpiste, gegen die Wand fahren, springen, etc. etc. Dann habe ich hier so einen kleinen Aussichtsturm hingemacht. Guck mal, hier so ein bisschen gucken, hier so. Hui, oh, da fliegt das Auto. Hm. Dann hier möchte ich die Presse machen, diesmal größer, diesmal mehr Power. Und ich habe es so gemacht, unten drunter ist ein Hohlraum, also sprich, falls das Auto mal durch den Boden gepresst werden sollte, durch die ganze Kraft, kann ich es unten dann wieder rausholen. Das war so mein Gedanke. Ich bin gestern mit dem Knie volle Kanne gegen einen Stein geschossen. Autsch, das klingt schmerzhaft. Und das ist der Lift. Ich habe mir gedacht, diesmal hier ein bisschen schöner mit so einer kleinen Treppe hier hoch zum Reingehen. Sehr schön gemacht. So, ja, genau. Ich habe mir gedacht, wir fangen heute damit an, ja, die Presse zu bauen. Und die machen wir aus Metall, auf jeden Fall. So, mal gucken, ich will sie ein bisschen größer machen, das soll aber nicht zu wuchtig werden. Nevio möchte gegrüßt werden, hallo Nevio. Und müssen wir mal schauen, wie wir das gestalten. Vielleicht machen wir das hier so... Also das hier soll so die Einfahrt, breiter will ich auch von den Fahrzeugen her jetzt gar nicht groß gehen, ne? Vielleicht dann hier so. Das ist, glaube ich, auch tief genug. So, dann in die andere Richtung. Kannst du mich grüßen, schreibt Janusz. Hallo Janusz, wie geht's dir so? Ich wünsche allen, die krank sind, gute Besserung. Oh, das ist sehr nett von Mr. Gaming. So, schauen wir mal. Hier so, na. Boah, würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. War doch 5 bis dahin, oder? Ja, genau. Also bis hierhin sind 6 dann. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, nee. Also eins weiter hier drüben. So. Ich habe mich verletzt. Was baust du? Ich baue jetzt die Presse für die Fahrzeuge. Und, ja, mal gucken. So, wir müssen in der Linie anfangen, damit es natürlich gleich wird. So. Das ist auch tief genug, da kriegen wir auch große Fahrzeuge rein, LKWs etc. Hm. Es fehlt hier immer eine Reihe. So, ich baue in Scrap Mechanic ein X-Van. Van wahrscheinlich. Cool. Bin gestern mit dem Knie... Achso, hatten wir schon. Kannst du meine kleine Schwester Emilia grüßen? Ja, natürlich. Hallo Emilia. Den Nachnamen versuche ich lieber nicht. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Xaroc, kennst du mich noch? Wenn ja, grüß mich bitte. PS, bist der Beste. Herr Hololli! Natürlich kenne ich dich noch. Hallo, hallo. Anna möchte gegrüßt werden. Hallo Anna da draußen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bau bitte einen Hebekran. Ein Hebekran? Ah, das wird mit dem Auto ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken. Upsa. Lag? Ernsthaft? Sollte eigentlich nicht laggen. Aber ich achte mal drauf. Astna möchte gegrüßt werden. Hallo Astna. So. Wir könnten auch eine Presse machen, die so drückt. Aber so von oben drauf ist, glaube ich, cooler, oder? Ja, machen wir von oben drauf. So. Katja ist wieder da. Hallo Katja. Gillian, hallo, guten Morgen, peace. Ich auch nach einem Monat. Was baust du? Ich baue eine Fahrzeugpresse, so wie vom alten Test sind da. Nur diesmal ein bisschen kräftiger. Mal gucken. So, das ist auch breit genug. Das ist gut. Und wir wollen diesmal nicht mega lag. Also bei mir, also ich habe ja auch den Stream offen, damit ich sehe, ob es laggt. Und es laggt bei mir nicht. Vielleicht laggt es bei dir. Vielleicht ist jemand anderes noch im YouTube oder sowas. In deiner Familie. So, okay. Ich denke, wir sollten mal so ein Fahrzeug holen, was wir mal so reinfahren können. Hier vielleicht mein Monster Truck. Der ist ziemlich hoch. So, der will nämlich jetzt schon nicht mehr reinpassen. Ja, dann machen wir den doch noch ein Stück höher, oder? Damit auch große Fahrzeuge reinpassen. Kannst du mal meinen Freund Lauren grüßen? Hallo Lauren! Dein Freund Kirmes möchte gegrüßt werden. Er möchte, dass ich dich grüße. Ja, meine Schwester. Kannst du unsere Katze Timmy grüßen? Hallo Katze Timmy. So, jetzt würde er reingehen, aber die Dings da oben passen nicht mehr rein. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch einen LKW ausprobieren. Okay, der ist natürlich sehr groß. Soll der reingehen? Ach, der soll reingehen, oder? Der muss reingehen. Also doch noch ein ganzes Stück größer machen. Der soll auf jeden Fall reingehen. Wobei der schon von der Länge her nicht mehr reingehen würde. Bisschen ungünstig. Noch höher, okay, noch höher. Schauen wir mal. Xaroc, können wir eine Runde... Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, Zeit ist immer rar auch. So, das ist hoch genug. Wenn ein Fahrzeug so hoch ist, wird der auch von der Länge her nicht mehr reinpassen. Xaroc, bau doch mal eine Werkstatt. Oh ja, das muss ich mal machen, auf jeden Fall. Kannst du meine Schwester Anna grüßen? Hallo Anna! Bam, bam. Kannst auch Leon sagen. Okay. Hallo Leon. So. Und die Richtung. Hi Xaroc, wie geht es dir? Oh, Night Ghost, schön, dass du fragst. Mir geht's ausgezeichnet. Also ich fühle mich richtig gut. Ich habe richtig Spaß zurzeit. Und ja, bin total motiviert. Also ich könnte stundenlang Videos machen zurzeit. Schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat. So, okay. Ich liebe dich und Xilin. Oh, Checkstone, wir lieben dich auch. So, das ist sehr groß. Der würde reinpassen, ohne Probleme. Monster Truck dann auch. Von der Länge her nicht, aber wenn ein Fahrzeug so lang ist, dann ist das sowieso nicht so ganz geeignet dafür. So. Okay. Oh, das ist groß. Das ist echt groß. Diesmal echt groß. Xaroc, kannst du mich grüßen? Paula? Vorsichtig bin? Paula, hallo? Ich bin so dunkel, gell? Soll ich mal Licht anmachen? Wartet mal. Vielleicht ist das dann ein bisschen besser. Warte mal. Ich krieg das hin. Warum geht der nicht rein? Also wirklich, dieses Saubazit-Ding da. Ja, jetzt. Ja, hat auch nichts gebracht. Gut. Ah, verdammt. Wurscht. Vielleicht später. Vielleicht geht's ja nachher an. Letzter Zeit spinnt das Ding ein bisschen. Kannst du Klaas grüßen? Hallo Klaas. Kannst du mich grüßen? Zocker 101. Peace. Hab eure Videos gesehen, süßer Hund. Und ihr hattet sicher viel Spaß. Ja, das war echt lustig. Ist zwar ein bisschen her. Aber Schlamm spielen macht Spaß. Okay. So, bauen wir Pressi-Press. Sag, wenn du eine Werkstatt baust, kannst du ein Video... Ein Video? Meinst du ein Video davon machen? Hm. Jetzt brauche ich erstmal die Mitte. So, haben wir hier 16. Ich mache das jetzt absichtlich hier hin. Okay, warte. Dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann haben wir genau hier die Mitte. Wie lang geht der Stream noch? Ja, so wahrscheinlich bis 15 Uhr. Wo hast du Scrap Mechanic bekommen? Gibt's in Steam zu kaufen. So, dann haben wir hier den da. Hui. So. Kann man den hier wieder wegmachen. So, okay. Xang muss wieder weg zum Training. Okay, Night Ghost, viel Spaß beim Training. Kannst du heute bitte einen Hebekran? Oh, einen Hebekran. Also einen Kran gibt es ja schon von mir. Ob ich jetzt einen Hebekran bauen werde, müssen wir mal gucken. Die Fahrzeuge sind so verschieden. Ich kann keinen Hebekran bauen, das dann wirklich die Fahrzeuge hochziehen kann. Das wird nicht funktionieren. Das geht leider nicht. Können wir mal eine Runde Scrap spielen? Irgendwann auf jeden Fall, irgendwann auf jeden Fall. Komm am besten in die Hashtag-Gruppe Xaukiana und melde dich dann für diverse Events an. So, dann machen wir hier den da, den da. So. Dann gehen wir mal nach draußen. Machen wir Technikraum, also einen Technikkasten hier draußen hin. Irgendwie hier hinten. So. Sag, ich finde dich richtig cool. Oh, danke schön, das freut mich. Oh, da werde ich ja rot. So, dann machen wir hier einen Controller hin. So, kann ich in die Zuschaueraufnahme, wenn ich Scrap Mechanic... Ja, natürlich kannst du in die Zuschaueraufnahme, aber die Plätze sind rar. Muss man schnell sein. Aber die Möglichkeit besteht, mein Freund. Hallo Xaroc, ich habe gerade das Video vom 01.01.2017 gesehen, wo du den alten Bagger gezeigt hast. Und da kam mir die Idee, dass du den in Scrap Mechanic... Ja, werde ich auch. Warte, ich sieht meine Liste momentan aus. Als nächstes, also diesen Samstag, Sonntag kommt das Ford T-Modell. übernächsten Samstag und Sonntag kommt eine Rakete und danach möchte ich den Bagger bauen. Genau den, irgendwie zumindest will ich versuchen. Seit wann streamst du? Seit 13 Uhr, also 15 Minuten. Wann kommen Astronier? Ich glaube immer dienstags. Malo schreibt Hallo. Hallo. Oh, ein neuer Xaukiana, Xarocianer. Nicht schlecht. Ich bin echt geblättet. So. Müssen wir mal gucken, damit wir weit runterkommen. Ja. Vielleicht so, doppelte Menge. Dann müsste die Platte ganz runtergehen in die Richtung A. Ja. Ja. So. Hier auch. Vier Stück. Können wir mal auf das Frühlingsfest in Hannover gehen? Oh, das ist ja süß. Würde ich sehr gerne. Aber ich bin nicht in der Nähe von Hannover. Also ich komme ja aus München. Das ist halt leider nicht gerade um die Ecke. Xar, machst du morgen wieder einen Livestream von Scrap Mechanic? Wahrscheinlich nicht. Am Wochenende habe ich ziemlich viel zu tun. Leider nicht mit Computerspielen. Ja, bisschen schade. Wird, glaube ich, ein stressiges Wochenende. Aber egal. So. Okay, dann haben wir die eine Seite. Bau, bau, bau. Kannst du heute bitte einen Hebekran bauen? Na, ich baue heute keinen Hebekran. Also einen Kran haben wir ja schon. Habe ich ja schon gebaut. Muss mal ins Store gucken. Der kann auch rein theoretisch heben. Heute ist, ja, nicht leider, aber heute ist Dings, hier die Presse dran, ne? Ich muss ja mit dem Testcenter auch fertig werden. Wieso liken wir immer, wenn wir auch disliken können? Das weiß ich nicht. Möchtest du disliken oder wie? Gefallen dir meine Videos nicht? Bin ich so schrecklich? Liegt es an der Facecam? Wie wird man Xaukiana? Xaukiana wird man, indem man mich abonniert auf Hitbox, Twitch oder auf YouTube. Hängt aber manchmal. Hängt aber manchmal. Es kam zwar heute ein Update von dem Programm raus, aber mit welchem Shader spielst du Minecraft? Seus heißt es, glaube ich. Glaube ich, gibt es aber auch auf meiner Seite zum Downloaden, auf meiner Homepage. Müssen mal gucken. So. Wie heißt das Programm, mit dem du streamst? Ich streame mit Open Broadcaster. Du Xaroc, ich will mal wissen, wieso Xia nicht so viele Videos macht und du bist so cool. Ja, Xilin hat das Problem, dass sie das ja nur so ein bisschen mitmacht. Also sie ist jetzt da nicht so drauf aus, da voll viel mitzumachen. Was, achso, ist schon mit 10. Das ist ein bisschen blöd. Da müssen wir die hier nochmal woanders dahin setzen. Da müssen wir 2 Controller setzen. Und Xilin macht eher wenig mit. Also sie ist nicht so die Hardcore-Zuckerin wie ich. Ein bisschen Spaß zum Mitmachen, aber sie will irgendwann mal auf jeden Fall Let's Plays machen, so World of Warcraft, Pokémon und so, aber das dauert noch ein bisschen alles. So, nochmal hier. Wird das Testcenter am Boden oder lose? Nee, wird feste sein, sieht man ja. Also das kann man nicht hochladen, das geht nicht. Aber die Map wird es zum Runterladen geben. Die YouTube-Legende wird zum Xaukiana. Hallo, willkommen. Bau mal einen Robo-Spider, please. Oh ja, das mache ich. Ich baue gerade eine Presse für Fahrzeuge. Und so wie bei meinem alten Testcenter. Genau. Kannst du heute bitte... Na, jetzt beantworte ich diese Frage bald nicht mehr. Okay, jetzt die Seite. Ah, so. Auch der knallt durch die Decke, ne, ist klar. So. Dankeschön. Kannst du mich bitte grüßen? Ich heiße Alexander. Hallo Alexander. Wie lange bist du schon auf YouTube? Oh, 1,5 Jahre ungefähr. Kann ich danach mit dir spielen, please? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, genau. Und dann machen wir die hier da rein. So. Genau, dann programmieren wir die mal. Machen wir hier ein Knöpfchen hin. Ich mache mir jetzt hier ein Loch rein, damit ich da dran komme. So. Jetzt sind ja natürlich irgendwie alle durcheinander. 1 und 2. Warte, die ist... Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Sind jetzt total durcheinander. Ah. So. Kannst du heute bitte... Jetzt gibt's ja nicht. Sag, was baust du da? Ich baue eine Presse. Eine Autopresse. So wie vom alten Testcenter. Ich kann sich der ein oder andere dran erinnern. Jetzt haben wir das auch hier so. Dann den hier. Genau, haben wir 1, 2. Es soll nur so ungefähr gleich sein, damit ich da nicht so durcheinander komme. 3, 4, 5 und 6. So. Felix möchte gegrüßt werden. Hallo Felix. Ist der Turm schon fertig, Sau? Nee, der ist noch nicht ganz fertig, aber man kann schon hochfahren. Da oben ist auch schon eine kleine Plattform. Ich habe hier schon so eine Treppe hingebaut. Den machen wir dann auch noch weiter, wenn ich mit dem hier fertig bin. Wie kann man verbinden? Mit dem Verbindungstool. So, genau. So, Knöpfchen. Wo ist er denn? Da. So, da haben wir die 1 und 2. Machen wir erstmal 75. 75. So, drücken wir mal Knöpfchen. Gehen beide in die falsche Richtung. So, genau. 75, 75. Ah, es wird wahrscheinlich 60 werden. Ist doch ziemlich viel. 60, 60. Na mal eh 120 ist eh wahrscheinlich zu viel. Aber schauen wir mal. So, dann haben wir 3 und 4. Auch 60. Genau andersrum sollte gehen. Habe ich einen Denkfehler wieder mal? Gibt's ja nicht. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gebaut? Ich soll so... Ah, ich hab's genau falsch rum. Ah, nee, 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 passt, 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 passt. Was laber ich da? Ich muss auf 120 stellen. Dann stimmt's. Dann schauen wir mal. Genau, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's! So, und dann müssen wir da dann auch nochmal welche machen. Okay. Was ist denn eigentlich mit Subnautica? Der geht auch bald weiter. Auf jeden Fall. Nur da war ein bisschen die Luft raus und ich hatte dann so ein paar Bugs gehabt. Weshalb ich dann gesagt habe, nee, machen wir mal kurz Pause. Aber geht auch bald wieder weiter. So, 1, 2, 60, 60, 120. Okay, 60, 60. Kannst du Xilin grüßen? Kann ich dann machen, wenn sie daheim ist. Sehr gerne. So, da geht's schon richtig. So, und dann haben wir hier 120, 120. So, schauen wir mal. Bast. Hab mir gestern fast das Knie verstaucht und kannst du mich grüßen? Mr. Gaming? Ja, sehr gerne. Hallo, Mr. Gaming. Kannst du mich grüßen? Schreibt der Lukas. Hallo, Lukas. So, jetzt müssen wir gucken, dass der hier gerade bleibt, wenn wir aufs Knöpfchen drücken. Weil jetzt ist er hier, wird er so schief, ne? Also sprich, müssen wir wieder 60 in die andere Richtung gehen. So, dann bleibt der Block gerade. Genau. Sollen wir mal hier auch noch gleich einen dran. So. Das wird dann miteinander verbunden. Habe ich was verpasst? Nein, du hast nichts verpasst. So, Xaroc kann ich beim nächsten Stream helfen. Inwiefern? Wie stellst du dir Hilfe vor? Also beim Bauen kannst du mir nicht helfen. 60, 60. Wargamer schreibt, wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, habe ich jetzt was falsch eingestellt? Habe ich auf 120? Ich habe auf 60, 60. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, falsch rum. 60, 60. Einmal so, einmal so. Nee, hä? Moment mal. Ach so, weil er... Ah. Weil er... Ist jetzt völlig falsch dran. So. Bin wieder da, bist der Beste, bin von der Schule zurück. Hallo Stefan, willkommen zurück aus der Schule. So, machen wir so. Und so. Genau. Schauen wir mal. Hüp. Jetzt stimmt's. So, okay. Kannst du mich grüßen, bitte? Schreibt der Johannes. Hallo Johannes. Danke, Xaroc, bist der Beste. Oh. Kannst du mich grüßen? Schreibt der Riesenzwerg. Hallo Riesenzwerg. Was wärst du lieber? Hund oder Katze? Ich glaube Hund. Habt ihr auch Ferien? Das weiß ich nicht. Kannst du Xilin von mir einen Knödel geben? Kann ich machen. Aber sie ist jetzt nicht da. Okay, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja jetzt hier, wie viele Blöcke hatten das jetzt hier eigentlich verbraucht? 16, 17, 15, 14. Okay, warte. 14, 15, 14, 1 zu viel eigentlich. Gut, wir brauchen das rein theoretisch nicht. Schauen wir mal hier. Okay. Gut, man könnte es ein bisschen breiter machen, dann würde es noch hingehen, dann könnte man mehr Kraft aufwirken. Dann machen wir es eine Reihe größer, da können wir ein bisschen mehr Kraft reinbringen. So. Und ist eins größer, dann können wir da wirklich richtig Power dahinter kriegen. So, hey, warum streamst du in 480p nicht in HD? Weil mein Internet das hier nicht mitmacht. Ich habe leider nur eine 6K-Leitung. Mehr gibt es in diesem Kaff nicht. Und, ja, genau. Und viele haben sich gewünscht, ich soll trotzdem streamen. Genau, und deswegen habe ich gedacht, okay, dann streame halt auf 480p, aber Hauptsache streamen. So, da komme ich jetzt gar nicht hin. Gesagt, John Games kann am Wochenende nicht zocken. Ja, das, warum ist das so? Also, heißt das, er kann bei der Hammerball-Meisterschaft nicht mitmachen, oder? Dazu fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Xaroc, der König von Scrapland. Oh, das ist aber nett von dir. So. Guten Morgen, Xaroc, schreibt der Basti. Dir auch einen wunderschönen Morgen, auch wenn es schon Nachmittag ist. So. Da haben wir hier jetzt eine Reihe hinten mehr. Da können wir dann wirklich hier hinten nochmal so eine Reihe machen. Jetzt zähle ich nochmal durch. Also wir haben hier 16, 15, 14. Und das muss jetzt von hier genauso sein. Also 16, 15, 14. Also das müsste genau reingehen. So, und die Bleiben, wo es runterdrücken, musst du dann aber noch verschweißen, oder? Genau, die muss ich dann noch miteinander verschweißen, auf jeden Fall. Sonst macht das Ganze nicht so viel Sinn. So, hast du bitte mit Xilin eine Hausnummer machen? Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich mache bald mit meinem Papa YouTube. Es fehlt noch nur eine tolle Kamera. Oh, das ist cool. Bin ja mal gespannt. Schreibt mal was. Also, es ist jetzt ein bisschen ungünstig im Livestream. So, jetzt brauchen wir hier auch 14. Sprich, wir müssen, wir haben hier 1, da sind wir bei 15, 14. Sprich, wir brauchen hier auch eine Reihe. Ist das richtig? Bin mir jetzt nicht sicher. Weil wir haben hier, genau, 15, 14. Genau, 14. Also auch eine Reihe nach vorne. Bam, 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 bam. Oh, das ist ja viel zu weit, warte. Wir müssen ja nur bis hier hin. Sag, welche YouTuber guckst du und wer ist dein Lieblings-YouTuber? Oh, ich gucke eigentlich alles Mögliche. Meistens schaue ich einfach immer mal ein bisschen so rein. Vor allem Spiele, die mich interessieren. Und da bin ich eigentlich kreuz und quer unterwegs. Gern gucke ich mir Gronkh an. Ich kann mich irgendwie so ein bisschen mit ihm identifizieren. Ja, genau. So, das ist eigentlich so, manchmal Sarazar, manchmal ein bisschen der Soobus. Und halt auch Leute, die halt viel Scrap Mechanic machen. Da schaue ich mir halt dann auch viel immer ein bisschen was ab und so. Jo. Hast du mal Bock, bei meinem Raumschiff zu helfen? Bock, ja, Zeit? Nein. Zeit ist echt ein Problem, Leute. Das habe ich einfach nicht. So, dann machen wir es lieber an den Ecken. Einmal Mitte und am Rand. Ich bin krank. Oh, Jonas, das tut mir echt leid für dich. Alles Gute. Ich hoffe, dass du bald wieder gesund bist. So, dann nehmen wir hier mal die da. Ich hoffe, dass das jetzt reinpasst. Kannst du mal wieder Vlogs machen? Ja, Vlogs kommen demnächst auch wieder mehr. Vor allem jetzt wird es ja wieder schöner. Da ist einfach auch das Wetter besser für draußen, um auch mal schöne Vlogs zu machen. Nehmen wir den hier. Warte mal, haben wir jetzt... Ja, genau. Nehmen wir. Passt. Machen wir hier. Schauen wir mal, ob es passt. Ich hoffe, dass es reinpasst. Wir haben 4 solche Röhre. 1, 2, 3, 4. Genau, geht genau rein. Perfekt. Wundervoll. So läuft's. Gronkh ist auch gut. Ja, Gronkh ist wirklich toll. Ich habe leider nicht die Zeit, mir einen anderen Let's Player so intensiv anzuschauen, wie derjenige es verdient hat. Ich bin ja mit meinen eigenen Videos machen sehr beschäftigt. Früher habe ich mehr geguckt. Und ja, deswegen schaue ich mir meistens Best-Offs an oder wenn mich irgendwas Bestimmtes interessiert. Das ist ein bisschen schwierig. Und ja, also da finde ich Gronkh richtig toll. So, auch so Horrorspiele mäßig. Ich finde es so geil, wie der so erschrickt und so bei Horrorspielen. Aber das liebe ich. Sowas schaue ich mir halt dann sau gerne an. Da gibt es so ein Best-of-Horror 2017 irgendwie. Das ist einfach toll. Was soll ein bisschen Kaiserscheiße, Soße 09. Was braucht man für eine Grafikkarte? Ich glaube, man braucht gar nicht so eine gute Grafikkarte für Scrap Mechanic. Wichtiger ist der Prozessor. So. Komme ich da dran? Er lässt mich nicht da dran. Verdammt. Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt komme ich nicht von der Höhe hin. Ah je, ah je. So, warte. Voila. Die Presse werde ich dann übrigens auch zum Downloaden reinstellen. So wie die letzte Presse auch. Die war ja ein bisschen kleiner. Nur, dass ihr es schon mal wisst. So, genau. Bis bald, ich muss noch einen Stream machen. Okay, Yannick, ciao. Kannst du, so mein Steering wieder da ist, mir mit ihr weiter schlimm? What? Habe ich jetzt leider nicht verstanden. Entschuldigung. Was machst du heute noch so im Stream? Also, wenn ich da mit dem Lift hier fertig bin, also mit der Presse, dann werde ich anschließend den Turm weitermachen. Genau. Das ist mein Plan. Presse sollte jetzt nicht mehr so lang dauern. So. Dann machen wir hier. Machen wir das jetzt genauso wie bei den anderen. Also sprich 60, 60, 60. Schauen wir mal, ob es passt. Genau, passt. 120. 120. So, schauen wir. Jawohl. Passt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier auch eine Platte dran. Meine lieber oben, sonst ist sie wieder irgendwie schief. So, und da dann 60 wieder. 60, 60. So, müsste passen. Honigkuchenpups, so, hallo. Wohnst du mit Xilin zusammen und was brauchst du gerade? Ja, ich wohne mit Xilin zusammen und ich baue gerade eine Fahrzeugpresse. Also sprich, man fährt hier mit dem Fahrzeug rein und wird dann gepresst, so wie beim alten Testcenter. Und ja, nur diesmal größer, stärker, klüger. Johannes muss ausmachen, denn er muss essen und danach kommt er wieder. Ja, lass es dir schmecken, mein Freund. Fangen wir Pfeffer, wir wissen es. Hm? Hm. So, das sieht doch schon mal gut aus. Genau. Läuft alles nach Plan. So, und das Ganze auf der anderen Seite natürlich nochmal. Mr. Noob schreibt, hi, hallo Mr. Noob, wie geht's dir? Eigentlich muss ich nur eine Vorschau machen für den Stream. Achso, ja, dann machst du halt nur eine Vorschau. So, wait. What? Ba, 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 ba. Okay, so. Wieder anbinden. Ah, jetzt habe ich den losgelassen. Naja, macht ja nichts. So. Und wieder Röhrchen. Röhrchen, Röhrchen, Röhrchen. Ah, Röhrchen. Darf man dich auf Steam adden? Natürlich. Das Problem ist, meine Freundesliste ist voll. Momentan sind 120 Leute, die darauf warten, dass sie Platz kriegen. Ich habe auch von Steam eine Antwort bekommen auf die Nachfrage, ob sie mir nicht die Freundesliste aufmachen können. Und haben sie gesagt, nee, das ist technisch leider nicht möglich. Ja, schade. Aber so ist das halt leider. Müssen wir uns anders da helfen. Aber wie gesagt, es gibt ja die Gruppe Hashtag Xaukiana. Dort könnt ihr, ja, genau, mich sozusagen adden. Und, na, ist dann auch die Möglichkeit mit mir, wenn ich Zeit habe oder wenn ihr für ein Event angenommen habt, mit mir zu zocken. Lukas, hallo! Sagen morgen wegen Hammerball, also 19 Uhr in den TS. Genau, wer dran ist, 19 Uhr TS. Ich bin Minifischi. Minifisch. Ja, hallo Minifisch. Kannst du mal eine Challenge mitgeben? Ja, stimmt, müssen wir mal machen, auf jeden Fall. Wann kommt der nächste Fan-Creation? Montag. Nee, Dienstag. Dienstag, Entschuldigung. So, selbes Spiel wie vorhin. 60, 60. Schauen wir mal. Oh, das ist schon mal falsch. So stimmt's. So, und dann haben wir hier 120, 120. Machen wir mal hoch. So, jetzt. Genau, passt. So, ich komme mit Steam nicht klar. Wie kann ich bei der Zuschauerbenahmen? Momentan sind keine Zuschaueraufnahmen besetzt, angesetzt, weil alles voll ist. Deswegen kannst du da aktuell nirgendwo mitmachen. Hallo, mein Freund, ich liebe Sie alle. Oh, das ist schön, Arfi. Kannst du, Xaroc, wie kann ich, kannst du mich grüßen, Xaroc? Ja, Dennis. Hallo, Dennis. Kannst du einen zweiten Account machen, wo man adden kann und wenn der voll ist, einen dritten? Ja, dann muss ich ja jedes Mal Scrap Mechanic neu kaufen. Oder? Das ist ja ein bisschen ungünstig. So, machen wir hier eine Platte drauf. Hier eine Platte drauf. So, und dann haben wir den letzten. 60. 60. So, schon mal. Ah, genau, falsch rum. So, voilà. Genau. Was für Zeit hast du gerade bei dir? Hm? Ich habe gerade 13:41 Uhr. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich anschweißen miteinander, sonst macht das alles keinen Sinn. So, das ist jetzt ein bisschen ungünstig von mir gewählt, weil ich das Ganze ja schon ja, hier auf so einer Plattform habe. Deswegen müssen wir das jetzt leider ausschneiden. So. Aber das macht ja nichts, ist ja nichts Schlimmes. So, Xaroc, warum kann man nur alle 30 Sekunden schreiben? Weil in letzter Zeit sehr viele gespammt haben und manche wirklich ihre Nachrichten 5-mal hinschreiben. Deswegen habe ich es mal auf 30 gemacht. YouTube schlägt sogar 60 Sekunden vor. Mal gucken, vielleicht müssen wir es nochmal anpassen auf 15 Sekunden. Müssen wir mal ausprobieren. Und das Problem ist, dass der Chat einfach auch zu schnell durchläuft und ich eure Nachrichten sonst nicht mehr gescheit lesen kann. Und das ist halt voll schade. So. Okay. Stream ist offline, das kann eigentlich nicht sein. Also bei mir läuft da. Hexau, kann es hier? Kannst du bitte meine Freundschaft bei Skype annehmen? Ja, kann ich nachher vielleicht mal machen, wenn ich dran denke. So. Jetzt müsste das eine Platte sein, genau. Probieren wir es mal aus. Drücken wir mal Knöpfchen. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace Stream. Hm, offline? Hey, der Stream, der ist wirklich offline. Was ist denn da jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Keine Ahnung. Sehr komisch. Seltsam. Hm. Ich weiß echt nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nicht wieder passiert. Also, keine Ahnung. Sorry auf jeden Fall dafür. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß es auch nicht. Hm. Aber jetzt geht's ja wieder, Gott sei Dank. Das ist ja das Wichtigste. Aber ich weiß echt nicht, was das war. Keine Ahnung. Hm. Aber freut mich, dass es wieder funktioniert. Puh, okay. Wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber danke, dass ihr mir gleich alle Informationen gegeben habt. Weil ich hätte das wahrscheinlich gar nicht bemerkt. So. Gut. Ich Ich pack mal den LKW weg, der mag das nämlich nicht, dass der gerade in der Nähe von dem da ist. Und mein schöner LKW. So. Mach's gut. Xaroc, du brauchst dich nicht entschuldigen. Oh, das ist aber nett, danke. Puh, da habe ich ja Glück. So, genau. Okay, und ich will dem Ganzen ein bisschen mehr Kraft geben, ne? Also wir haben jetzt zwar viele Bearings und so, aber ich will einfach, dass das Ding richtig Power hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will richtig, dass da Druck dahinter ist. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir hier ein bisschen mit Thrustern arbeiten. Die dann so richtig nach unten drücken. So, schauen wir mal. So. Hey, was brauchst du gerade? Ich baue eine, ja, eine Autopresse. So wie vom alten Testcenter. Nur diesmal halt ein bisschen, heftiger, stärker, bumsiger. Einfach mehr Power dahinter. So. Genau. So, dann haben wir hier 4 Thruster drin. Dann haben wir mal hinten 4 Thruster hin. Also richtig viel Druck aufbaut. So. Macht die Presse doch pink fixieren. Ja, genau. Können wir machen. So, Xaroc, man kann, wenn man zum Beispiel 3 Accounts auf demselben PC, dann kann man auf allen Accounts die 3 Spiele spielen, aber du musst die Berechtigung dem zweiten Account geben. Oh je. Ja. Das ist rein theoretisch möglich. Aber dann bin ich bei dem einen Account, habe da eine Hälfte von Freunden und da drüben eine Hälfte Freunde. Wo gehe ich dann online? Das ist halt... Ja. Sind die Diesen nicht falsch rum? Oh! Ja, sie sind falsch rum. Upsi. Gut, dass du es sagst. Ich hätte das jetzt nicht gemerkt und ich hätte mich gefragt, das gibt's doch nicht? Wieso funktioniert denn das nicht? Was ist denn da los? Ich dussel, ich schwör's euch. Xaroc live. Okay, danke für die Hilfe. Ich wieder. So. Nicht runterhüpfen. Gut, dass man hier keinen Schaden nehmen kann. So. Das wird eine Fahrzeugpresse, Boker, für mein Testcenter. Hier haben wir schon den Falltest für Fahrzeuge. Hier kommt Slalom-Parcours und Huckelpiste. Und hier kommt dann die Fahrzeugpresse hin. Ist meistens sinnfrei, aber... Macht trotzdem Spaß. So. Ah, das ist zu weit drüben. Machen wir erst hier unsere Blockreihe hin. So. Kannst du Musik anmachen? Ist keine Musik an? Wahrscheinlich ist sie zu leise. So. Ups, jetzt höre ich nichts mehr. Mach ein paar Masterdüsen. Ah, das ist zu viel, glaube ich. Ich will ja nicht das Auto sonst wohin befördern. Ich denke, dass sogar 4 Thruster schon echt stark sein könnten. Wir sollen ja nur so ein bisschen unterstützen. So. Was ist dein Lieblingsspiel? Ja, eigentlich Scrap Mechanic. Also wirklich Scrap Mechanic. Ich kann mir echt momentan nichts Besseres vorstellen. Es macht halt einfach mega Laune, kreativ zu sein, mit euch zusammen das Spiel zu zocken, wenn mal Zeit ist dafür. Und wenn man so viele Stunden in so einem Spiel verbringt, sollte man auch wirklich Spaß an dem Spiel haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Hallo, danke. Wir hören noch immer keine Musik. Was? Wenn wir mal gucken. Janik muss auf. Okay, ciao. Das verstehe ich nicht, warum da immer noch keine Musik ist. Das gibt's doch nicht. Das geht in den Einstellungen. Schau, du gehst bei Optionen, Anzeige und dann kannst du die auf Deutsch stellen. Musst nicht extra irgendeine andere Version runterladen oder so. So. Okay, dann machen wir jetzt hier mal ein Logik-Gate hin. Ich komme nicht dran. So. Ich komme aus der Schule und hab's voll in den Stream angestellt. Und der Stream ist mega geil, wie immer. Oh, das freut mich, Ryan. Willkommen zurück aus der Schule. Habe ich viel verpasst? Nee. Ich bin hier momentan an der Fahrzeugpresse am Arbeiten. Ist natürlich total sinnfrei, aber das ist ja wurscht. Für unser Testcenter, für unser neues Testcenter. Mach an, mach an. Was anmachen? So, genau. Okay, und den machen wir jetzt mal hier drauf. Vielleicht sollte ich mal den Knopf so langsam mal nach draußen bringen. Dann machen wir hier mal einen neuen Logik-Gate hin. So. Ich bin gespannt. Xaroc, ich bin auch wieder da. Oh, das freut mich. Hallo. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Fahrzeuge diese Presse ins Nichts katapultiert. Okay, das geht richtig runter. Wam! Okay, das ist aber viel zu schnell, das ist klar, ne? Es soll ja langsam runtergehen, aber viel Kraft haben. So, schauen wir mal. Da kann man hört richtig die Kraft dahinter. Yeah! So, okay, und wir machen hier drauf eine doppelte Platte, damit das Fahrzeug nicht neigt, dann später sich da durchzudrücken, also oben durchzudrücken. Weil man kennt es ja, wenn etwas sehr schwer ist oder sowas, dann drückt es sich durch den Boden. Und das machen wir hier mit ja, so ein bisschen doppelten Schutz sozusagen, damit man einfach nicht das Fahrzeug oben dann durchdrücken. So, genau. Haben wir es bis ganz vorne hingemacht. So. Achso, da ist wahrscheinlich... Nee. Da habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht von der Position, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wann hast du dir vorgenommen, Minigolf aufzunehmen? Achso, ja stimmt. Muss ich mal machen. Hm. Mach die Presse mal an. So, genau. Habe ich gemacht. So. So, dann geht's wieder hoch. Ah, so ist gut. Das war ein ekliger Hustensirup. Boah. Hab mir nun einen Apfel geholt. Sehr gut. Jeden Tag ein Apfel verlängert das Leben immens. Oh ja, der bewegt sich gut. Sehr schön. Mal wieder hoch. Jetzt machen wir Türen dran und dann testen wir die Presse. Dann ist die eigentlich auch schon so im weitesten fertig. Jetzt. Ja, also. Jetzt komme ich hier. Nicht mehr hoch oder was? So. So, okay. Eine Tür braucht man natürlich noch. Eine Tür. Ah, Xau, kann ich mal zu dir? Nee, zu mir kann leider keiner. Mein Vogel ist vorhin gestorben. Oh nein. Piepmatz ist weg. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Tür. Ich hätte gesagt, dass wir hier auf jeden Fall noch Schutz reinmachen. Also für die Presse selber. Genau. Müsste das 4 breit sein und 4 breit. Genau, das passt. Die Presse beginnt ja hier. Dann machen wir natürlich hier auch noch zu. Testen wir nochmal, nicht, dass ich mich irgendwo verklickt habe. Ja, passt. Okay. So, Xaroc, wenn du spielst du mit mir Line of Sight wie gestern. Ja, muss ich echt auch mal gucken. Will mal schauen. Was spielst du noch? Oh, alles Mögliche. Alles Mögliche spiele ich, mein Freund. Alles Mögliche. So, okay. Nice. Okay, was machen wir jetzt? Die Tür, genau, die Tür brauchen wir jetzt. Ich mache wieder so eine schöne Klapptür, wie das letzte Mal. Nur, dass sie so schaufelmäßig aufgeht. Nicht so wie die andere, weil die war ein bisschen kompliziert gewesen. Also kompliziert nicht gewesen, aber ein bisschen anfällig gewesen. Und sie hat halt sehr viel Platz gebraucht zum Öffnen. Den haben wir jetzt hier mal nicht. Deswegen wollen wir jetzt so eine Schaufeltür. Warte mal. Damit wir die Mitte haben. Dann hier 16. Machen wir es anders da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir hier 12. 12. Dann ist das hier die Mitte. So. Okay. Genau, dann machen wir hier bis da. Ja, so ungefähr. Wie hatte ich denn das dann immer gemacht? Oh, ich habe schon länger so eine Tür nicht mehr gebastelt. Wie habe ich die denn gemacht gehabt immer? Ich hatte dann hier ein Bearing, dann so ich glaube, es war so gewesen. Wobei es hier ja eh nicht so eine große Rolle spielt, weil wir keine doppelflügige Tür haben. Da können wir das auf jeden Fall schon mal so machen. Das ist halt die Frage, weil manche gemeint haben, keine Tür machen, weil sonst sieht man ja nichts. Das ist richtig, ne? Müssen wir mal gucken. Oh, jetzt habe ich die Mitte weggemacht. Die soll man noch behalten. Oh, super, das wird eine Autopresse. Genau! Schau mal hier. Die presst auch schon wunderbar. Und wieder auf. Sau cool. Okay, schauen wir mal, ob das hier passt. Warte mal, stellen wir mal auf den Lift. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. So. Genau, das ist ein Element, das ist ein Element. Ihr gehört zusammen wie eine Ehe. Okay, genau, dann machen wir mal. Genau, dann machen wir das hier so. So, ja. Nee, oben nicht, oben nicht. Genau, das... Ah, jetzt habe ich es auch wieder, wie ich das damals immer gebaut habe. So, genau. Dann kommt hier drunter ein Bearing. Und da kommt dann die andere Tür dran. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler. Schauen wir mal. Jetzt muss ich irgendwie da oben hinkommen. Durch einen großen Fehler das Team anzeigen kann. Sorry, Ritt. Mach doch die Tür aus Glas. Ja, denke ich mal aus Glas, oder? Ja. Gute Idee. So, jetzt muss ich irgendwie höher kommen. So. Na, müssen wir noch eins höher. So, damit ich dann Bering drauf kriege. So. So. Wie lange geht das denn noch? Bis 15 Uhr ungefähr. So, genau. Okay, machen wir einen Check. Passt, 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 passt. Okay. Ja. Wirst du wohl jetzt dahin gehen? Ja, geht doch. So, okay. Zeig mal Fahrstuhl. Da, Fahrstuhl. Nicht der Stuhl, sondern der Fahrstuhl. Sollen wir mal hochfahren? Ich zeig euch mal. Fahren wir mal hoch. Auf geht's. Mein Lieblingsspiel, ja, ist eigentlich echt Scrap Mechanic. Macht Sinn. Jetzt habe ich ja fast 800 Stunden in dem Spiel verbracht. Oder? Schauen wir mal nach. 740 Stunden sind es momentan. Und, ja, macht einfach Sinn, dass das mein Lieblingsspiel ist, weil wenn ich so viele Stunden in so einem Spiel verbringe, muss das auch Spaß machen. Sonst wird man, glaube ich, krank oder so. So. Yeah, wir sind oben. Fahr mal wieder runter, okay, Kumpel? Mach's gut. So, und wir springen runter. Yeah! Wuhu! Butja. Bam! So. Okay. Gut. Machen wir die Presse weiter. Genau. Die machen wir aus Glas. Da sind wir uns einig. Oder lassen wir erstmal Glas weg. Erstmal will ich gucken, ob es passt. Ob das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So, abstellen. Okay, Controller für die Tür. Ich habe mir auch gedacht, dass die Presse nur funktioniert wieder wie bei der alten Presse, wenn die Tür zu ist. Also vorher will ich nicht, dass die Presse funktioniert. Also Sicherheitsvorkehrung. Und so wie beim echten halt A, ne? So, Tür links. Rechts meine ich. Aber warte mal. Mach den nochmal weg. Sollten das gleichmäßig machen, sonst haben wir ein Problem. So. Voilà. Xilin? Ne, Xilin ist nicht da. Oder wo ist. Oder war die im Chat? Sarah, kannst du mir auf YouTube ein Abo geben? Ich habe mir gerade Amy und Xaroc spielen im Schlamm angeguckt. Lol, süß. Voll süß. Ja. Schon, oder? Echt knuffig. So, dann machen wir hier einen neuen Knopf hin. Wir haben jetzt die 1 und 2 für die erste Tür. Hashtag Xaukiana, mein Freund. Heißt die Gruppe. Ich vermute mal, dass 1,90 rückwärts 1 vorwärts ist, weil es ja oben und unten ist, aber schauen wir mal. Ja, genau. Passt. Gehen wir mal in die Richtung. Genau. So, jetzt haben wir 3 und 4. Korrekt? Korrekt. 3 und 4. 90. 90. Genau. Nur, dass du in die andere Richtung gehen sollst. Genau. So, und dann haben wir die 5 und die 6. 5 und die 6. Ah, warte mal. Nee, 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 nee. So möchte ich das nicht haben. Doch in die Richtung. Ah, müssen wir mal gucken. 5 und 6, auch wieder 90. Hallo, schönen guten Tag. Buying, Wind draußen. Ja, windig. So, genau. Okay. Ja, genau, so habe ich es mir vorgestellt. So passt's. Sehr schön. Okay, man könnte natürlich überlegen, ob man die dann noch 1 und 2 so ein bisschen weitergehen lässt, damit es so ein bisschen offener aussieht. Also sprich, machen wir mal 105. So, genau. Schöne Tür. Schöne Tür. Passt. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Er baut einen Autopass. Oh, ihr seid so super, dass ihr mir dabei helft, so ein bisschen den Leuten zu helfen, wenn sie Fragen haben. Toll. Xaroc, schrecke Xilin, wenn sie kommt. Ah, das mache ich oft. Aber ich nehme das nie auf. Aber das muss ich mal aufnehmen. Ich habe letztens mit Xilin auch drüber gesprochen, was wäre, wenn ich sie mal pranke und so. Und sie hat gesagt, in dem Moment wird sie mich auf jeden Fall doof finden, aber im Endeffekt wäre es bestimmt sicherlich lustig. Ob man es dann hochlädt, das ist dann halt auch nochmal eine andere Frage. Aber vielleicht gibt es mal in der Zukunft ein paar Prank-Videos von uns. Das wäre natürlich echt witzig. So. So, dann machen wir 105, 105. Die Straßen waren heute Morgen voller Äste wegen diesen Stürmen in der Nacht. Ja, war echt heftig, gell? Okay, das passt schon. Sehr schön. Und dann wieder 90. Nicht 75, 90. So, müsste passen. Genau. So, Test. Und klappt. So, und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das hier so im Wechsel. So, schauen wir mal. Genau, wunderschön, wunderschön. Ist das nicht toll geworden? So, dann machen wir jetzt Glas rein. Gesagt, das ist mein Job. Danke. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Es könnte sein, dass das Glas sich jetzt seltsam verhält. Genau, habe ich mir gedacht. Da ist nämlich das Glas falsch. So. Schleumann, wo wohnst du? Okay, da bin ich nicht mit gemeint. Im Controller stand eben eine 105. 105 ist richtig, genau, 105. Das wollte ich, dass die Tür ein bisschen so mehr aufgeht, als wie nur 90 Grad, dass sie so leicht, so offen dasteht, so, genau. So, jetzt passt auch das mit dem Glas. Aber sehr gut gesehen, freut mich, dass ihr da so aufmerksam seid. So, wunderschön, wunderschön. So, ich habe das ja, bei der alten Presse habe ich das jetzt so gemacht gehabt, dass ich gesagt habe, das soll dann so verriegeln, weil das Problem ist, wenn da drauf Druck ist, auf dieser Scheibe hier, also auf der hier, dann kann es passieren, dass die Tür aufgedrückt wird. Das möchte ich natürlich vermeiden. Kannst du die Presse einfach so zur Verfügung stellen? Ja, wird zur Verfügung stehen. Das kann ich da auf jeden Fall machen, das ist kein Problem. So, und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir da wieder so eine Verriegelung hin. Die machen wir hier und in der Mitte hin. So, schauen wir mal. Wobei in der Mitte reicht. Ja, nee, bitte. Ja, nee, das reicht nicht. Wie hatte ich denn das gemacht? Ah, ich weiß es wieder. Genau, die war hier gewesen. Und die andere Seite war hier gewesen. Oh, warte, ich glaube weiter drüben. Genau, hier hin. Okay, dann machen wir es hier hin, damit da mehr Platz ist. So. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Die alte Presse hatte ich ja auch hochgeladen, vielleicht kennt der ein oder andere. Xaroc, das ist mein Job, Fragen zu beantworten. Perfekt, einwandfrei. Ich baue ein Scrap Mechanic Raumschiff, aber weiß nicht, wie ich die Lenkung mache. Hast du eine Idee? Also entweder per Glitch-Lenkung. Warte, kann ich ja mal zeigen. Manche kennen das ja noch nicht. Sprich, du hast hier eine Fläche zum Beispiel, hast dann deinen Fahrersitz und jetzt zeige ich dir, wie die Glitch-Lenkung funktioniert. Du machst hier einen Bearing hin, nimmst hier zum Beispiel die Stange hier, dann machst du da drauf eine Feder hier so hin und ja, nehmen wir mal die kleine Feder, ist eigentlich wurscht. Machst eine Feder dran, machst da einen Block drauf. Ich nehme jetzt einen anderen Block, damit man es unterscheiden kann. Machst hier zu. Am besten nur so, damit das hier Platz hat zum Bewegen, also so. So, und das Ganze verbindest du jetzt hier als Lenkung. So, absteigen und jetzt kannst du durch Lenkung hier lenken. Jetzt geht es natürlich ein bisschen schwer, weil das so auf dem Boden liegt, aber wenn es dann fliegt, ist das eine ziemlich einfache Glitchlenkung. Ansonsten per Düsen. Mach als Detail eine Tankstelle. Eine interessante Idee, direkt daneben, oder? Um ein Fahrzeug lenken zu lassen, einfach Sitz mit Achsen verbinden oder Knöpfe verwenden, die man mit Düsen lenken kann. Genauso. Per Düsen geht theoretisch auch. Also sprich, dass du... warte, kann ich auch mal kurz zeigen, dass du hier einen Sitz hast, dann nimmst du hier ein Rohr oder Block oder was auch immer, machst das jetzt einfach hier mit solchen Blöcken, hier so zwei weit, dann nimmst du einen Sensor auf der einen Seite und einen Sensor auf der anderen Seite, stellst die beide auf 1, wichtig ist, dass die auf Knopf gestellt sind, dann machst du Düsen, einmal Düse, zweimal Düse. Links lenken ist dann das hier, rechts lenken ist dann das hier. Das verbindest du mit dem Sitz. Und wenn ich jetzt links lenke, lenkt der links. Wenn ich rechts lenke, lenke ich nach rechts. Das kannst du dann theoretisch auch mit unendlich vielen Düsen verstärken. Also das ist eigentlich die beste Methode, weil Glitches, das funktioniert dann manchmal nicht. Es bleibt dann irgendwo hängen oder sowas. Mein Zeppelin, der heute Abend online kommt, wirklich geil geworden, die Folge. Macht richtig, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es wird Explosionen geben und äußerst lustig. Und genau, da habe ich das hier auch verwendet, natürlich mit mehr Frostern, weil der Zeppelin ja sehr groß geworden ist. Und damit kriegt man dann auch Fahrzeuge ohne Glitch oder Bugs hin. So, genau. Spiele ich jetzt nicht, ich spiele jetzt hier Scrap Mechanic. Mein Testcenter muss fertig werden, damit ich eure Fahrzeuge hier auf dem neuen Testcenter-Gelände testen kann. So. Dann machen wir jetzt hier einen neuen Controller für die Tore. Ja, genau. Passt. So, das, ich will, dass die dann 45. So, dann machen wir jetzt einfach auch mal einen neuen Schalter hin. So, 45. Dann machen wir jetzt erstmal hier so ein Rohr hin. Wenn wir einfach sehen, in welche Richtung er schon mal geht. So. Gucken. Ah, das ist das Tor. Genau, das ist schon mal falsche Richtung. Und der geht in die richtige Richtung, genau. So. Genau. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt hier Röhrchen dran. Jetzt fängt er langsam an zu lecken, weil er ganz schön auf den Boden drückt. Machen wir erstmal so, damit wir nicht zu viele haben. Wieso wurde der Stream verschoben? Meinst du den von gestern? Ah, das ist jetzt falsch. Da muss ich dann aufpassen, dass die Tür dann nicht aufgeht. Ach, siehst, der hier geht ja in die falsche Richtung. Der darf nicht unten sein, der muss oben sein. So muss er sein. Sonst blockiert der ja die Tür dann. Genau. So, genau. Oh, da komme ich eh gleich nicht mehr dran. Da brauche ich jetzt hier Unterstützung. Genau. So, und da machen wir dann natürlich hier, das muss ja Sinn ergeben, sonst funktioniert das Ganze nicht, dass wir hier so eine Verkantung reinmachen, damit die Tür das auf keinen Fall wegdrücken kann, auch nicht hier jetzt dann den Metallstrebe hier. Müssen wir dann, das Problem ist nur, dass er ja so gar nicht vorbeikommt. Jetzt muss ich echt fast schon mal nochmal nachgucken, wie ich das bei meinem alten Lift gemacht habe. Ich glaube, das war meiner alten Presse, das war, glaube ich, ein ganz anderes System gewesen. Genau. Dann müssen wir das anders da machen, weil da kommt er ja nicht da vorbei. Nee, das geht so nicht. Ah, gut, einer würde ja eigentlich auch reichen. Ich hätte gern zwei eigentlich. Weil wenn ich jetzt so ausmache, das geht natürlich... jetzt habe ich falsch gemacht. So, das... Ja, es geht schon. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Wenn wir den später schalten lassen, dann würde das gehen, aber der hier macht dann nicht mehr so viel Sinn. Ah, nee, dann machen wir das nur mit einer Stange bei dem hier. Das reicht auch. Machen wir das nur bei einer Stange. Und dass wir die in einen anderen Winkel durchgehen. Machen wir mal 30. Kilian, du bist der Erste, der den Namen richtig geschrieben hat. Oh, das freut ihn sicherlich. So, dann machen wir das doch so. So, genau. Das ist doch gut. Wenn man das so macht, dann geht die Tür nicht auf. Also kann nicht aufgedrückt werden. So, genau. Das ist gut. Jetzt muss ich nur aufpassen wegen der Tür. Genau, ist kein Problem. So. Wundervoll. Genau, dann geht er da so runter, geht da rein und die Tür geht dann nicht mehr auf. So, gut, hier so jetzt geht schon, aber wir machen das natürlich so, dass das nicht mehr aufgeht dann. Mir geht es hier jetzt nur darum, dass die, weil beim alten Lift war es so, bei der alten Presse war es so, das Fahrzeug wurde gepresst und das Fahrzeug versucht dann natürlich nach einem Ausweg. Und er hat dann die Tür weggedrückt. Also das Fahrzeug ist durch die Tür gedrückt, weil die Tür dann halt einfach nachgegeben hat. Und ja, und ohne die Verstrebung, die ich dann dahin gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warte mal. Ich schau mal, ob ich die alte Presse finde. Machen wir es doch mal so. Damit ihr die einfach mal seht. Damit ihr wisst, was ich meine. Ist schon etwas älter. Mal schauen. 22. Nee, noch älter. Ja, hier irgendwo kommt es langsam. Ich weiß, ihr seht das nicht. Keine Panik, das ist mir bewusst. Hier könnte es jetzt irgendwo kommen. Irgendwo da habe ich dann das Testcenter gebaut gehabt. Schauen wir mal. Da ist die Tür, die ich dann auch verwendet habe. Klapptür, ja, fast. Da ist sie. So. Zeige ich euch mal. Sehe ich mal. Genau. Presse. Hä? Ist die, hä? Hab ich sie noch nicht? Habe ich da? Jetzt? Okay. Ah, es lädt wahrscheinlich noch. Ja, das ist ein bisschen blöd. Warte mal. Ich hoffe, das geht. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Schauen wir mal. Nö. Oder es hat sich irgendwo anders da eingereiht, aber normalerweise steht das dann ganz unten. Ich deabonniere meinen Lift nochmal, abonniere nochmal. Ah, jetzt hat es funktioniert. So, das ist meine alte Presse, die schon so manches Fahrzeug verschwinden lassen hat. Und genau, warte, dann nehmen wir mal hier so ein kleines Fahrzeug, hier den da vielleicht. So. Und da war das so, dass ich hier gedrückt habe. Die Tür ging zu. Das war die alte Tür. Und dann kamen diese Stangen, die sich dann hier so einverhakt haben. Die werden wir dann jetzt mal entfernen. Oh, das leckt jetzt ein bisschen. So, schauen wir mal. So, machen wir die mal weg. Mal weg. So, damit er dann auch denkt, dass es zu ist. So. Ja, da muss man auf den roten Knopf drücken. Bei den alten lasst man jetzt natürlich nichts. So, schauen wir mal. Man sieht jetzt echt gar nichts. Genau, jetzt sieht man, wie er die Tür wegdrückt. Und deswegen habe ich diese Verstärkung gemacht. Und das ist jetzt nur ein kleines Fahrzeug. Und das möchte ich natürlich diesmal auch wieder so machen, damit das einfach nicht passiert. Mach mal bitte ein Stream oder Fan Creations Vorstöß. Das kann man sich mal überlegen, ob wir das machen. So. Oh. Scheiße. Da ist die Stange verschwunden. Gott sei Dank. Sowas kann dann für Lags sorgen, dann wundert man sich die ganze Zeit, warum die Map so laggt, obwohl nichts mehr da ist. Und das liegt dann echt da manchmal dran, dass irgendwo was verschwunden ist. So wie bei unserem alten Testcenter, wie gesagt, das alte Testcenter hat diverse, also die alte Presse hat diverse Dinge verschwinden lassen. Und das war echt immer scheiße. Naja, so. Genau. Dann machen wir das jetzt so, auch hier mit dem Sensor. Sprich, wir setzen hier einen Sensor hin. Und erst wenn hier die Stange ist, sagt der das okay, man kann die Presse betätigen. Da bin ich halt noch ein bisschen überlegen mit der Presse, wieder per Knopf oder per Schalter, ne? Mach mal per Schalter die Presse. So, mach mal per Schalter. Machen hier. Oder warte, wir machen das ganz anders da. Jetzt mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich bin am überlegen, wo ich die Schalter hinmache. Ich hatte ja überlegt, die Schalter. Das machen wir auch gleich. Die Presse ist gleich fertig. Die Schalter hier hinzumachen. Aber ja, man könnte vielleicht überlegen, ob man das dann als doppelt gemoppelt macht. Damit man aus der Entfernung zugucken kann. Aber zum Hochladen ist es natürlich unpraktisch. Ja, ich bin da noch echt am Überlegen, wie ich das jetzt gestalte. Also. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Also Schalter wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da machen wir hier einen hin. Da machen wir jetzt hier den da. Der auf die hier geht. Falsch rum. So rum geht. So. Dann machen wir uns hier... Ja... So einen kleinen Schaltpult bauen wir uns hier mal hin. Oh, mach's gut, Herr Molly. Bis zum nächsten Mal. Machen wir hier so einen Schalter hin. So. Genau, der Schalter geht da rein. Der geht dann zu dem hier. Der ist für die Presse zuständig. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Irgendwas funktioniert gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich irgendwo was entfernt habe, was ich nicht entfernen hätte dürfen. Der ist für die Thruster zuständig gewesen, genau. Und der ist für die Controller zuständig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil er hier so rumspackt. Dann machen wir mal Luft runter. So, schauen wir mal. Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Der geht da drauf, der geht dann da, der da. Der ist für die Thruster oben zuständig. Das ist die Tür, das ist die Tür, das gehört zur Tür. So, und... Der ist für die Thruster zuständig und der ist für die Controller zuständig. Aber worum geht es gerade nicht? Irgendwas benimmt sich hier gerade äußerst komisch. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ich weiß aber noch nicht so ganz wo. Der ist für die Thruster. Thruster sind jetzt aus. Die wollen auch arbeiten. Sie wollen arbeiten. Aber irgendwo ist irgendwas, was sie blockiert. Ich weiß aber noch nicht was. Oh weh. Jetzt habe ich genau den falschen Block weggemacht. Komisch, oder? Irgendwo ist noch der Wurm drin. Das Stream geht ungefähr bis 15 Uhr. Das Gronkh ist in der Welt? Das kann natürlich sein. Ausschließen darf man das nicht. Seltsam. Sehr seltsam, weil das ging ja die ganze Zeit jetzt. Dann hast du die Chronologie schnell eingestellt. Ich schau mal, das kann natürlich auch sein. Langsam, 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 langsam. Ne, es passt. Das ist ja die Tür. Das ist die andere Tür und das ist die Stange. Müsste eigentlich gehen. So, schauen wir nochmal. Also, wir haben hier die Stange. Passt. Hier haben wir die Tür. Passt. So, und jetzt sollte das runtergehen. Was war denn da jetzt das Problem? Ist die Tür im Weg? Schauen wir mal. Machen wir mal zu. Nur jetzt geht's. Toll. Was war denn da jetzt das Problem? Naja gut, okay. So, also die Presse soll natürlich nur funktionieren, wenn der Sensor aktiviert ist, also sprich Tür ist zu, Stange ist unten, also sprich jetzt geht nichts. Jetzt mache ich die Stange, mache ich mal die Tür auf, genau, geht nicht. Tür wieder zu, Stange runter, Presse funktioniert, okay, genau. Die Stange soll natürlich auch nur funktionieren, wenn was soll ich jetzt sagen? Wenn die Tür zu ist, genau. So, also sprich, das ist die Tür, das ist die Stange. Ist die Tür zu, geht die Stange auch runter. Genau. Warte, da machen wir einen Timer, einen kleinen rein. So, das sieht doch ein bisschen nett aus. So, dann machen wir mal hier, keine Ahnung, 2 Sekunden erstmal. Also sprich 2 Sekunden machen wir so. Und erst dann soll der Schalter für die Tür gehen. Okay, der Schalter für die Tür ist der hier. Das ist der da. Für den machen wir jetzt einen neuen Controller. Neuer Controller. Das ist die Stange. So, der geht dann hier hin. So, schauen wir mal. Das wäre dann der Knopf für die Tür, dass die zu ist. Ah, da müssen wir dann auf Nan stellen. Weil so ist ja offen, so wäre zu. So, und dann geht auch die Stange runter. Schauen wir mal, machen wir mal die Tür jetzt rein theoretisch zu, auf. Stange geht nicht runter. Alles klar, funktioniert. So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist der für die Tür. Da machen wir einen neuen Controller hin. So rum. So, für die Tür. Ist jetzt alles ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ist ja wurscht. So, Tür geht auf. Tür ist offen. Haben wir es nicht auf Nand gestellt? Wieso ist ja... Ja, dann muss es doch auf End stehen, oder was? Ach so. Schmarrn. Die Tür ist ja so offen, dann brauchen wir das Signal als NAND. Beziehungsweise wir machen das auf AND, machen das hier neu, machen den auf NAND. Sprich, wir gehen da so rein. Genau. So, also jetzt geht der Knopf nicht. Ich mache die Tür zu. Er tickt runter. Stange kann zugemacht werden. Dann machen wir einen neuen Counter rein. Der für den hier zuständig ist, den machen wir mal auf 3 Sekunden. Kompliziert, ne? So, dann brauchen wir einen neuen. Der geht hier drauf und der geht da drauf. So. Jetzt funktioniert auch die Presse. Sehr gut. Ich lese auch gleich wieder den Chat. So, Presse funktioniert. Jetzt probieren wir es mal aus. Machen die Tür, den Metallteil weg, schauen wir mal. So, Presse funktioniert nicht. Mache ich Tür auf. Presse funktioniert nicht. Jetzt mache ich hier, Stange, funktioniert nicht. So, also muss Tür zu sein. Dann kann ich die Stange runterfahren. Und erst wenn alles aktiviert ist, funktioniert die Presse. So, sehr schön. Den zweiten Counter brauche ich nicht. Naja, ich möchte ja nicht die Presse betätigen können, wenn der nur nicht unten ist. Achso, du meinst, weil ja der Sensor da ist. Stimmt, du hast recht. Den zweiten Counter brauche ich ja nicht, weil ich ja den Sensor habe. Ja genau, du hast recht. Den brauche ich nicht. Weil ich habe ja den Sensor. Genau, stimmt. Der geht ja nur, wenn die Stange unten ist. Erst dann geht die Presse, hast recht, genau. Brauche ich nicht den Counter. Das ist sowieso besser so. So, und da ist die Tür. Stange funktioniert nicht. Genau. Sehr schön. Dann ist die Presse fertig, soweit. Jetzt machen wir noch ein bisschen Optik. Machen wir hier mal so einen kleinen Kasten draus. So. So, okay, machen wir hier. Xaroc, wie kann man in die Hocke gehen? Steuerung, also STRG. Ah, hat schon jemand beantwortet, sehr gut. Hey Xaroc, ich bin auch da. Hallo Tim, wie geht's dir? So, genau. Machen wir hier noch. Warte, tipp. So. Und, wo habe ich jetzt mein Ventil hin? Das gibt's ja nicht. Ein Ventil. So, der braucht natürlich hier auch einen Stromkasten. So. Voilà. So, sehr schön. Dann ist die Presse fertig. Ja, Metall ist eigentlich die richtige Farbe. Da brauchen wir auch nicht viel ändern. So, dann lade ich die Presse jetzt hoch. Könnt ihr jetzt runterladen, ist jetzt verfügbar. Warte. Autopresse. So, ich hoffe, dass es das noch nicht gibt. Ne, okay. So, das ist die alte Autopresse. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, warte. Keine Ahnung, kräftige Presse. So, vielleicht überlege ich mir dann später noch was anderes. Mal gucken. So, okay. Fototeile. So. Also, Moment. Jetzt musst du noch eine Nottür machen, falls die Sperrfunktion nicht geht. Eine Nottür? Hm. Meinst du, wenn einer drin sitzt? Wäre eigentlich eine Idee, ja. Okay, dann machen wir das noch. Dann machen wir noch eine Nottür. Dann machen wir hier eine Nottür hin. Machen wir den Schalter hier so irgendwo hin, wo dann auch nichts in der Quere hinkommt. Nottür können wir machen, ja. Kann Sinn machen. Falls man mal drin sitzen bleibt, zum Beispiel die Xilin, die ist manchmal ziemlich lahmarschig. Dann könnte man auf den Knopf drücken und man kommt dann noch raus im Notfall, falls man mal drin sitzt oder was auch immer. Das ist eigentlich nicht verkehrt, genau. So, 90, und dann soll sie auch wieder zugehen. So, schauen wir mal. Also muss ich dann draußen erst abliften. Eine Waage, ja, Waage bauen wir auch. Das können wir eigentlich dann danach machen, wenn ihr wollt. Sollen wir danach eine Waage bauen? In eine andere Richtung. So, dann machen wir auch hier so einen Riegel hin. Hm. So. Und dann machen wir einfach ein Rohr drauf. So. Genau, dann machen wir das so, dass der als erstes nach oben geht. So, warte, dann machen wir hier 90 auf den, 90 auf den, das wieder weg. Das wieder weg. 90 hier, 90 da. So. Schauen wir mal, machen wir mal den Test. Waage zunächst bitte, okay. Also alle, die jetzt wollen, dass ich da eine Waage baue, schreiben. So, oh. Was klemmt da? Ach so, ich habe es 1 zu breit gemacht. So, jetzt. So, genau. Passt. Schauen wir mal. Genau, Notfallwaage. Also Notfalltür. Notfallwaage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Oh, das ist echt schwierig. So prinzipiell habe ich eigentlich keine Lieblingsfarbe, aber ich stehe auf Rottöne, also vor allem dunkles Rot, dunkles Blau, Schwarz. Ja, So. Wo ist mein Kühlergrill? Da. Waage. Okay, dann bauen wir als nächstes die Waage. So, okay. Ja, wunderschön. Cooles Teil geworden. Mal gucken, ob mir dann später vielleicht noch was einfällt. Oder was ändern. Kräftige Presse haben wir gesagt. So. Okay. Ist der Fahrstuhl verfügbar auf Steam oder was? Ah, der Fahrstuhl ist nicht verfügbar. Der ist einfach zu groß. Und da ist ja ein loses Teil drin, deswegen funktioniert das nicht mit dem Hochladen. Ha, dieser Riegel, der an der Tür dran ist. Gesagt, bitte denken. Was? Ha, dieser Riegel, der an der Tür dran ist. Hm? Habe ich was vergessen? Du hast die Verriegelung an der Tür gebaut, die muss an die Wand. Echt? Muss ich überprüfen. Ah! Jetzt verstehe ich, was ihr meint. Ah, deswegen bin ich so schief geworden. Ach so. Da ist noch die Tür. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe schon dran gedacht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so dämlich bin. Sondern ich habe es einfach nicht gesehen. Ah. Okay. Kein Problem, kein Problem. Da können wir gleich noch was anderes da machen. Nämlich hier sowas hin, statt dem. Da sieht das nicht so fett aus. Ach, Xaroc. Gott sei Dank habe ich euch. Ja, von innen hat man das auch nicht gesehen, ne? So. Ah, Xaroc ist manchmal echt ein Held, oder? So. So. Okay, passt. Herrlich. Ah, aber ist das nicht schön, dass man drüber lachen kann? Ah, herrlich. So, und nochmal. Weil es so schön ist. Kräftige Presse. So. Okay. Oh, ich bin ja ganz schön dunkel, ha? Was kann ich denn dagegen tun? So. Okay. Jetzt habe ich den Chat vergessen wieder anzumachen. So. Facecam ist zu dunkel. Dankeschön. Ja, es zieht gerade draußen voll zu. Und ich glaube, es schneit. So. Online stellen. Also wie gesagt, ist jetzt verfügbar, könnt ihr jetzt runterladen. Ich meine, besonders sinnvoll ist die Presse nicht. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist klar. Aber da geht es einfach um den Fun-Faktor. Und der ist damit echt sehr gegeben. Und das ist das, was zählt. So. Voila, da steht sie. Wollen wir sie gleich noch testen? Wollen wir mal was reinstellen? Wollen wir mal ausprobieren, würde ich sagen. So, okay. Nehmen wir den Monster Truck, der müsste eigentlich gut reingehen. So. Schauen wir mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Also, Tür. Passt, einwandfrei. So, fahren wir rein. Wum, 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 So, lass mich raus. Tür zu. Ah, kennst du noch die Autowaage? Ja, ja, natürlich, aber ich mache das ein bisschen anders da. So, Tür zu. Tür ist zu. Stange verriegelt und pressen. Okay. Und pressen. Scheiße. Da hängt wieder irgendwo was. Warum hängt denn das sich immer irgendwo an? Schauen wir uns das mal von oben an. Hupsa, was ist denn hier los? Hä? Ach, wo hängt denn sich das immer auf? Das gibt's ja nicht. Irgendwas ist da ein bisschen seltsam. Warum hängt denn sich das immer irgendwo auf? Hm. Irgendwo stimmt was nicht, glaube ich. Dieser Moment, ja. Dieser Moment. Wenn es funktioniert. Unglaublich, oder? Wo hängt der sich denn auf? Huh? Aha. Ich habe hier einen Block weggemacht. Aha, okay. Amy geht's wieder gut, ja, die hat heute auch ordentlich gefressen und so. Aha. Da muss ich nochmal was ändern. Also noch nicht runterladen. Aber hey, wow, ihr stimmt irgendwas immer noch nicht so ganz. Warte mal, machen wir hier mal die Reihe auch noch weg. Hey, das ist doch hier zum Mäusemelken, oder? Ah, der Block ist das Problem gewesen. Was ist da gewaltig schief gelaufen? Hey, das bewegt sich auch die ganze Zeit so komisch. Ich verschaffe ihnen einfach mal mehr Platz hier, ne? Ach, da ist ja schon die Wand. Also, ja, passt. Okay. So, jetzt sollte sie gehen. Müssen wir nochmal die Dings dann holen. So, pressen. Okay, oh, das leckt aber. Das war irgendwie vorherzusehen. Ja, drücken! Es drückt richtig runter. Ja! Und wieder zurück. So. Und zurück, auf geht's. Das leckt. Okay, der Monster Truck ist vielleicht nicht das optimalste Gefährt zum Pressen. Kolchek liest, was ich schreibe. Habe ich gelesen. So, okay. Puh. So, okay. Tür öffnen. So ist gut. So, packen wir mal raus. Okay, ja, also den Lift nochmal. Die Presse, nicht den Lift. Ich glaube, ich habe so eine Vermutung, was mir passiert ist. Genau, das ist passiert. Ich habe aus Versehen zwei Elemente ineinander... So wie so ein Glitch-Welding. Ich weiß nicht, ob ihr das... Also so ein... Wie nennt man das jetzt? Nicht Glitch-Welding. Ihr wisst schon, was ich meine. Das habe ich aus Versehen hier produziert. So. Das ist der falsche Block. Falscher Block. Genau. Jetzt passiert das nicht mehr. Das war das Problem. Jetzt müsste es passen. Oh, hier auch. Schaut. Aha. Du sollst vielleicht einbauen, dass die von alleine wieder ausgeht. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, dass wenn es buggt, dass er dann wieder zurückgeht, ne? So. Machen wir hier auf, damit er einfach Platz hat, wenn irgendwas ist. So. Genau. Habe ich vom Stream was verpasst? Eigentlich nicht viel. Meine Wachtel. Oh, süß. Ich hatte auch mal Wachteln. Ich hatte mal einen Fasan. Ich hatte mal Krähen. Ich hatte mal eine Taube. Einen Falken hatte ich auch mal zum Aufpäppeln. Aber eine Wachteln hatte ich auch. So Perlhühner auch. Oh, ich mochte meine Perlhühner. So, warum haben wir eigentlich hier schon Mauer, ne? Aber das macht jetzt nichts. Aber so passt es jetzt. Gott sei Dank. Dann haben wir das Problem gefunden. Achso, er hat gesagt, wir sollten es vielleicht so machen, dass er von alleine wieder ausgeht. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Wir könnten es so machen. Warte mal, wir könnten... Also ich hatte es ja damals beim alten, hatte ich so, man muss auf den Knopf gedrückt halten. Verstehst du, was ich meine? Man musste drücken lassen und man hat dann einfach losgelassen und dann ging es wieder zurück. Das wäre halt so die Überlegung. Ist vielleicht zu empfehlen, dass man das eher per Knopf wieder macht. Weil sonst passiert es halt, dass man, wenn es leckt oder so, dass man da einfach loslassen kann und dann geht das wieder in seine Ursprungsposition. Ich glaube, das macht wieder Sinn, dass wir das wieder so machen. So, okay. Hallo, Yannick, wie geht's dir? So, aktualisieren. Melonenboy möchte gegrüßt werden. Hallo, Melonenboy. Habe ich Insta? Nee, habe ich nicht. Du hast mich schon wieder belesen. Oh, das tut mir leid, Anton. So, 2 Abonnenten hat es sogar schon, warte, öffentlich ist es trotzdem, genau. So, jetzt passt, jetzt könnt ihr es runterladen, wenn ihr wollt. Jetzt ist es korrekt. So, okay. Schöne Presse. Funktioniert gut. Okay, also. Goldcheck fragt, ob er aus dem Fenster springen soll. Ja, wenn das Fenster nur einen halben Meter hoch ist, dann macht das. Ansonsten, ich weiß nicht, was du uns damit sagen möchtest. Okay, machen wir die Fahrzeugwaage. Fahrzeugwaage sollte natürlich auch downloadbar sein. Heute vielleicht dann wirst du... Ich soll ein UFO bauen. Na, ich baue jetzt kein UFO. Nicht jetzt. Aber werde ich auf jeden Fall machen. Mach doch, dass die Tür an einer der Technikraum so oft, die du was veränderst. Mach doch eine Tür... Ach so, ja, hätte ich machen können, stimmt. Wieso haben Honigkuchenfuchs und so einen Schraubendreher-Schlüsselform? Die passen ein bisschen auf den Chat auf, wenn gespammt wird oder sowas. Was ich schon gebaut habe, den Lift. Der ist fast fertig. Da unten die Piste, wo wir dann Slalom und so testen werden. Ja, hier so ein kleiner Aussichtsturm. Ja, genau. Dass man hier so ein bisschen runter gucken kann. Und halt die Fahrzeugpresse. So, Xaroc, das hat er gestern schon bei Chico gefragt. Ja, ich weiß. Bei mir hat er das gestern auch gefragt. Er weiß nicht. Finde ich ein bisschen komisch, wenn man so Sachen fragen muss oder tut. So, okay. Dann machen wir mal eine Fahrzeugwaage. Darf natürlich nicht zu klein sein. Kannst du eine vollautomatische Bahn bauen mit Bahnübergang? Oh, eigentlich eine coole Idee. Aber müssen wir mal gucken. Aber ich passe auch auf den Chat auf. Ja, das ist auch sehr gut. Wir brauchen nur manchmal welche, die wir dann sperren, wenn die anfangen zu beleidigen und wenn man sie dann warnt und dann immer noch weiter beleidigen, dass man halt solche Leute dann halt nicht unbedingt dann hier noch weiter erlaubt, Blödsinn zu machen. So, okay. Kannst du bitte einen Minecraft-Kuchen bauen? Nee. Ich baue jetzt keinen Minecraft-Kuchen. Okay, also ich will, dass auch größere Fahrzeuge draufpassen. Ich denke, dass das ja eine gute Größe ist. Jetzt brauchen wir Stoßdämpfer. Sollten nicht zu viele werden, weil wenn das zu viele sind, dann leckt das natürlich. So, vielleicht nochmal in der Mitte dann. Müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir mal... hier so eine Stange. Wird halt ziemlich hoch. Das ist ein bisschen schade. Aber... je höher das ist, desto schöner kann man das einstellen, also desto genauer kann man so eine Fahrzeugwaage differenzieren lassen. Sprich, wir haben jetzt aktuell, warte, schauen wir mal, was wir an Höhe haben. Also ein Block brauchen wir ja für einen Feder, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, also ein Block brauchen wir für die erste Feder. Dann haben wir 1, 2, 2, also insgesamt 4 Stufen. Also eigentlich noch zu wenig, also 4 Stufen sind eigentlich noch zu wenig. Und so könnten wir wirklich nur zwischen leicht, normal, ja, keine Ahnung, dann schwer, sehr schwer, dann hätten wir 4 Stufen. Dann, ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht noch eine machen. Ja. Eine Mama noch, dann hätten wir extrem schwer und dann hätten wir noch heavy. Soll es die Waagefläche in einer Schiene führen? Ach so, das kann man überlegen, ja. So, genau. Ryan möchte gegrüßt werden. Hallo Ryan. Ryan. Wir machen übrigens jetzt den Stream doch ein bisschen länger. Sag, du musst die Presse aktualisieren. Habe ich doch gemacht, oder? Ist da immer noch die alte drin? Warte mal. Wo habe ich jetzt meinen Lift? Habe ich sie nicht aktualisiert? Doch, eigentlich müsste sie aktualisiert sein. Warte mal. Schauen wir mal hier oben. Ja genau, hier die in der Mitte sind weg, also das müsste eigentlich passen. Aber ich klicke jetzt einfach nochmal aktualisieren. So, genau, hier in der Mitte war ja so ein Balken gewesen, der war ja auch ein Problem davon. Müsste eigentlich passen. So, sonst klappt das zusammen wie bei der Waage aus der Fan-Creations. Ach so. So, okay. So, okay. Gut. Genau, dann machen wir jetzt eine Fläche oben drauf. Wichtig ist natürlich, genau, das ist nicht das optimalste Teil, dass wir irgendein leichtes Material nehmen als Fläche für oben, das wenig Auswirkung darauf hat, wie viel das Fahrzeug jetzt darunter wiegt. Wir könnten Fliesen nehmen. Sollen wir Fliesen nehmen? Nimm mal Fliesen, oder? Nicht Holz. Nimm mal Fliesen. So, verbinden. Komme ich da hinten dran? Ja. Ah. Jetzt hole ich mir irgendwas, womit ich besser nach oben komme. Hier so ein Fassrolle. So. Was ist mit dem Ton? Mach eine steile Steigung, um die Kraft des Fahrzeugs zu testen. Oh, das ist auch eine schöne Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oder was man auch machen könnte mit Federn, dass man gegen eine Wand fährt, die mit Federn ist, dass man so dagegen fahren muss. Und je weiter das eindrückt, dann leuchtet so eine Lampe. Das wäre auch vielleicht nicht schlecht. Da kann man vielleicht dran erkennen, wie viel Kraft er schafft. Dass man dann eine schwache Feder einstellt, eine stärkere, noch stärkere und eine Heavy irgendwie so. Das wäre eigentlich eine interessante Idee, ja. Coole Idee. Grüß mich, bitte. Ich komme aus Österreich, Bundesland Niederösterreich. Ich bin 9 Jahre. Hallo Honigkuchenkeks. Ach, jetzt gibt's auch noch einen Honigkuchenkeks. Ist ja süß. Tom möchte gegrüßt werden. Hallo Tom. So, viel Rechtschreibfehler. Ah, alles ist gut. Tom, ein Tee reicht. Ups. So. Genau, dann machen wir jetzt hier komplett rüber nochmal. Hier so, so, so. Dann haben wir 6 Stufen. Damit können wir die Fahrzeuge gut differenzieren, ob das Fahrzeug leicht, schwer oder extrem schwer ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das einteilen. Kann ich mich bei deinem TS als Sub bewerben? Das musst du mir als Bewerbung einschicken dann. Ich weiß nicht, ob Black Tiger da was gebaut hat oder gemacht hat oder so. Du gesagt, du musst die Presse auf deinem Testcenter noch aktualisieren, die da steht. Hab ich doch. Ich habe das ja oben geändert und habe dann ja den Fehler gefunden. Also oben dürfte jetzt hier nichts mehr sein. Also okay, warte. Ach krass. Gibt's doch nicht. Da ist noch der Balken tatsächlich drin. Guck mal, wie er sich rausschiebt. So. Hier hinten haben wir es weggemacht gehabt. Ah, seid ihr immer aufmerksam. So. Jetzt müsste es passen. Schau mal nachher nochmal nach. Mensch, hätte ich euch nicht. Eine Geschwindigkeitstest mit Rädern, die sich durch die Kraft des Fahrzeuges bewegen lassen. Dann wird es gemessen mit Farblichtern, Stufen sehr langsam und schnell, sehr schnell. Okay, müssten wir mal gucken. Die Idee ist nicht verkehrt. Müssen wir nur schauen, ob wir das wirklich so umsetzen können, dass erkannt wird, wie schnell das Fahrzeug ist. Aber das ist eigentlich wirklich eine interessante Idee, die man sich wirklich mal genauer anschauen kann. So, liften wir mal ab. Genau, jetzt fährt er dann natürlich voll ein. Müssen wir dann. Machen wir jetzt mal prinzipiell einfach mal auf 10. Das müssen wir dann. Feintuning müssen wir dann später noch einstellen. So, 10, 10. Andere Seite 10. 10. 10. 10. 10, 10, haben wir alle? Ja. Steve schreibt, du bist der Beste. Oh, dankeschön, das ist sehr nett von dir. Bei Minecraft-Server. Ja, ich glaube auch bei Minecraft-Server kann man sich fürs TS bewerben. Du hast vergessen, den Schalter zu einem Knopf umzutauschen. Ja, könnte ich hier auch machen, das stimmt. Wäre vielleicht nicht schlecht. Vorsichtshalber einfach mal machen. So. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich auch eine Möglichkeit, da hochzukommen. Ist klar, ne? Einfach mal nur so. So. Ah, vielleicht eins höher. Machen wir das mal hier, damit die Federn frei bleiben. Plätze. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir mal gucken, ob wir das da hoch machen. Theoretisch kann man ja auch wieder rückwärts runterfahren. Müssen wir mal gucken. So, dann machen wir hier das da. Wir brauchen jetzt mal mehr Platz. Gehen wir mal dazu runter. Muss man für Cardfight-Cards bauen oder kann man auch Roboter? Du kannst auch Roboter bauen. Achtung, Waage bricht zusammen. Ja. So. Damit man da schön hochkommt, ne? Schöne Schräge. So. Habe ich noch eine Blockreihe? Müssen wir ausprobieren, wie viel wir brauchen. Hä? Ah. So. Das könnte aber schon reichen. Probieren wir es mal aus. Oh, da kommt man gut hoch, denke ich. Aber hier die Kante ist ziemlich heftig, oder? Ah, machen wir noch eine Reihe. Machen wir noch eine Reihe. Lieber zu viel. Wir haben ja Platz. So. Genau, Xaroc kann keine bessere Qualität machen, weil er nur eine 5K... Okay, es sind 6K, aber ja. Jo, das ist gut. Das ist eine gute Schräge, das ist nicht zu heftig. So, dann kann man da drauf fahren. Genau, der eine, die Waage, die ich mir mal damals angeschaut habe, der hatte dann so Stützen, die man drücken konnte, damit das wieder nach oben gedrückt wird, sonst kommt man da natürlich nicht mehr runter, ne? Ist klar. Aber dann würde ich das alles so nachbauen. Hm. Xaroc, wie geht es dir? Ist alles fit im Schritt? Ja, alles ist fit im Schritt. Alles gut. Und bei dir? Wie kann ich Cards für Cardfights einsenden? Am besten per Chat in Steam oder bei der Hashtag Xaukiana Gruppe. Da gibt es eine Diskussion. Da kannst du bei den Dingern da eure Fan-Creations einsenden. So. Die Waage sollte zu fixieren gehen. Ja, denke ich auch, dass man es wieder nach oben drücken kann. Finde ich nicht verkehrt, weil sonst passiert es vielleicht, dass man dann die nicht wieder hochkriegt und man kommt nicht mehr raus. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten auch die Rampe flexibel machen, dass die nach unten oder nach oben fallen kann. Das wäre auch eine Option gewesen. Aber ich denke, dass das Hochdrücken vielleicht die bessere Variante ist. Genau. Ah, nicht hier hin, sondern hier hin, so. Soll natürlich alles symmetrisch sein. So, dann machen wir hier Bering. So. Okay, Controller. Der sollte bestenfalls nicht... Obwohl, wie viel haben wir denn? 2? Ja gut, ist eigentlich genug Platz unten drunter. Können wir eigentlich schon hier hin machen. Wobei wir ja dann auch so ein Kontroll-Center-Haus hinstellen werden. Da kann man ja dann die Technik reinsetzen. Dann machen wir doch mal hier, schon mal hier so eine schöne Fläche. So, dann machen wir hier... auf die Höhe. So. Da ist dann das Büro. So, schauen wir mal. Wenn du die Rampe oben ein Dach machst, kannst du was da machen, dass es die Waage hochzieht an der Seite. Das wäre auch eine Idee, dass man das als Dach macht. Und dann es hochziehen lässt. Das ginge natürlich auch. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Wäre nicht verkehrt. Könnte man machen. Aber Mama, drücken wir es hoch. Oder man macht beides. Das geht auch. Dann haben wir viel Kraft. Oder was auch ginge, per Düsen. Das ging ja auch. Man könnte das auch per Düsen machen. Düsen ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir machen das per Düsen. Weil so haben wir keine Bearings, die das machen müssen. Wir haben keine komischen Sachen, die irgendwo dagegen drücken müssen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Wir machen das per Düsen. Und zwar... drunter wird nicht gehen. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl doch, das geht sogar... würde sogar drunter gehen, glaube ich. Wie viel hatten da so ein Thruster? 1, 2, 3, 4. Das würde sogar gehen. Schau an. Dann machen wir das doch mit Thrustern. Machen wir mal hier so 4, 4. Warum mache ich eigentlich nicht gleich den zweiten nebendran? Das ist eigentlich eine Idee. Und dann machen wir zwei Schalter. Einmal so die erste Stufe, wenn du ein leichtes Fahrzeug ist, und dann eine zweite Stufe. Das ist eigentlich nicht... Wie kommt man mit schweren Fahrzeugen wieder runter? Weil wenn du runterfährst und die Hinterreifen noch drauf sind, wird es überschlagen. Ja, ja, nee, 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 da sind wir jetzt dabei. Also, wir können ja mal testen. Also das Büro wird dann oben drauf sein, ne? Les es, Xaroc. Was soll ich denn lesen? Okay, das ist mir zu weit oben, keine Ahnung. Mach das doch so, und dass am Ende der Rampe Räder kommen und dass die Rampe an der Tragfläche befestigt, weil dann Pipi mit runter und man kann immer oben, die unten oder oben ist, immer runter. Oha! What? Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Wir machen das, schaut an, wir machen hier Sensoren hin, und wenn diese jetzt bin ich runtergefahren. Ich zeige euch, wie ich mir das gedacht habe. Ihr könnt ja eure Meinung dann dazu sagen. So, das sind die Thruster. Warte mal. Erstmal nur hier. 2. So. Dann machen wir dann auch mehr Sensoren hin, so dass das auch wirklich erkannt wird. So. Und dann holen wir uns mal ein kleines Fahrzeug. Mal gucken, ob der überhaupt was auswirkt. So. So. Ja, der bewirkt jetzt gar nichts, ne? Brauchen wir schon irgendwie, müssen wir da noch empfindlich einstellen. Aber wenn man dann raus will, dann schieben die Thruster an. Das war so mein Gedanke. Brauchen was Schwereres. Nehmen wir doch meinen LKW. Oder den Monster Truck, das wäre auch nicht verkehrt. So. Das leckt jetzt, und weil es nicht angeschweißt ist, ist jetzt vielleicht nicht ganz so das Günstige. So, die Thruster schieben jetzt an, weil ich ja schon am Hochfahren bin. Oh. Scheiße, das geht nicht. Wir müssen es kurz anschweißen. Was mache ich denn da? Scheiße. So. Alter Falter. Wir müssen es kurz anschweißen, sonst geht das nicht. Oh, Gott sei Dank. So. Okay. Nochmal löschen. Jetzt mal hier ein Blockchen. Vielleicht besser 2 Blöcke oder 3. So. Ist das richtig? Es wäre richtig, aber es blockiert sich selber. Ah. So, schauen wir mal. So, Tom B. hat 1 Euro gespendet und Mike Gamer hat 2. Oh, danke, vielen Dank, das freut mich sehr. Dankeschön. Das Programm, was ich habe, hat eine Aktualisierung rausgebracht. Eigentlich sollte das jetzt funktionieren, aber komischerweise funktioniert es immer noch nicht. Boah. Vielleicht ja irgendwann mal. Oder ich muss noch irgendwas einstellen. So, jetzt steht es mir auch richtig rum. So, probieren wir es aus. Okay, der Monster Truck ist vielleicht nicht so perfekt dafür. Der ist nämlich auch so von Haus aus schon recht laggy. Und dann noch mit der Schräge hier. So. Genau, die Thruster schieben schon vorne rein an. Sprich, es drückt noch nicht runter. So, und wenn ich jetzt aber weiterfahre, dann hören die Thruster auf zu düsen. Ja, wir haben die Stoßdämpfer zu schwach noch eingestellt. Es passiert noch nichts. Ah, jetzt geht's ein bisschen runter. So, wir können ja mal einstellen, dass einfach ein bisschen mehr passiert als wie jetzt. Stellen wir mal hier diese Reihen auf 5. 5. 5. Mach unter der Räder wegen verhacken. Ach so, ist eine gute Idee, ja. Oder programmieren, das hilft auch meistens. So. Jetzt ist es eindeutig gesunken. Müssen wir dann natürlich noch perfekt einstellen, dass das wirklich auch funktioniert. So, und jetzt würde ich natürlich so da sehr schlecht hochkommen, ne? Das wäre jetzt ziemlich kacke. So, jetzt fahre ich da so hinter. Sensoren werden aktiviert. Und ja, sollen natürlich jetzt die Thruster unten angehen. Das tun sie auch, aber sie schieben noch nicht hoch. Weil die Thruster noch nicht genug Bums haben. Schauen wir mal. Ich hasse dich, Xaroc, ja. Okay, ich weiß zwar nicht warum und was ich dir getan habe, aber das ist dein gutes Recht. Du darfst mich hassen. Ja. Freut mich, dass ich auch welche habe, die mich hassen. Muss es auch geben, ist klar. So. Ja, hier hin. So, schauen wir mal. Okay, die Thruster sind immer noch viel zu schwach. Okay. Okay, jetzt passiert auch was. Okay, wir brauchen deutlich mehr Thruster, um das zu heben. So. Okay. So, genau. Jetzt, ja, es reicht immer noch nicht. Aber ich weiß auch warum. Hängt der? Ne, der hängt nicht. Hängt der irgendwo? Ah, doch, ich glaube, der hängt da ein bisschen. Oder? Ne, er hängt nicht. Er geht einfach tatsächlich nicht weiter nach oben. Da brauchen wir mehr Thrusters. Auf jeden Fall. So oder so, auf jeden Fall. Machen wir die... Ja. Nee. Oh, das ist aber... Ich muss das jetzt dann hier mal entschärfen. Sonst leckt das zu viel. Kleiner Tipp, wenn du den Stream hochlädst, schreib beim Titel hinten in Klammern, wann es losgeht, bei wie vielen Minuten. Und dann muss man nicht ewig den Start ansuchen. Ach so. Kann ich machen. Oh, schau mal, wie viel Thruster ich brauche, damit der das hochheben kann. Oh, das ist schon heftig, gell? Boah. Krasse Scheiße. Echt? Brauche ich da so viele? Unglaublich, oder? Jetzt nehme ich die mal. Aber ich glaube, der hängt da irgendwie so drin. Machen wir mal weg. Ja, der hängt da irgendwo. Ist der so verkantet? Ist natürlich ein bisschen blöd. Hey, der geht aber auch trotzdem nicht ganz nach oben. Warum geht er denn jetzt nicht mehr nach oben? Hallo? Geh nach oben. Ach so, weil wir ja die Dings schwächer gestellt haben. Wir haben ja hier die Dinger schwächer gestellt, deswegen. Yeah. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz brauchen wir dann ganz schön viele Thruster, um das zu heben. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Thruster brauchen. Hey Xaroc, ich bin jetzt seit langem wieder dabei und habe aufgeholfen und wollte mir fragen, ob ich mich als Mod beweisen kann. Ja, also drüber reden können wir auf jeden Fall, aber jetzt nicht im Livestream. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Muss ein Kahnfight zwischen dir und Xilin einen Elektromotik haben? Nee. Kannst machen, was du willst. Kann Benzin sein, kann gar nichts sein. Ist ganz frei. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd hier mit den Dämpfern hier. Da müssen wir dann echt rumprobieren, bis das geht. Naja, ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Das wäre ja gelocht. So, machen wir hier mal einen neuen Blockchen, damit wir die Reihe hier mal wegmachen können. So. Okay. Kannst du mich grüßen? Natürlich! Es sind schon 3 Mods. Ja, stimmt. Wir haben relativ viele Mods. Also müssen wir mal gucken. Also aktuell brauchen wir es eigentlich nicht. Ja, der geht da hinten schon so runter dann, ne? Da müssen wir dann echt einstellen. Und rumprobieren, damit wir hier einfach das richtige Gewicht hingerieben. Aber gut, mit genügend Thruster geht das dann schon. Da geht er dann schon hoch, ne? So ist es nicht. Dann machen wir hier einfach mal hier die komplette Reihe. So. Dann wird das schon gehen. So. Ich zeichne gerade, schreibt Jonas Blum. Oh, das ist ja schön. So, dann machen wir alle rein. So. Wenn er richtig nach oben geht, wenn es sein muss. Alle verbunden. So, ich glaube, jetzt sind alle verbunden. So, hinten A. Hui. Was? Deine Schönheit blendet? Ja, die Sonne kommt ab und zu raus. Es ist ganz ungünstig mit dem Fenster manchmal, echt. So schön manchmal die Sonne ist, manchmal. Ah. Okay. Surprise möchte gegrüßt werden. Hallo, Surprise. Peace. So, okay. So, dann probieren wir mal wieder was Schweres. Xaroc, liebst du Xilin? Ah, ein bisschen schon, ja, ein bisschen. Okay, nehmen wir meinen LKW. der hoch? Ja, ja, gib Gummi, Schummi. Ah, verdammt. Der hängt da hinten. Komm schon. Kämpf wie ein Mann. Ah, verdammt. Verdammt. Schauen wir mal. Oh, neuer Xaukiana. Da Jesen. Hallo, willkommen. So ein Dreck. So, schauen wir mal, ob es so geht. Ja, das geht. Ah, der Kampf der Giganten. Komm schon, gib dir Mühe. Jetzt. So, da gehen die Thruster an. Ah, das Auto ist zu lang. So. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, dann gehen die Thruster aus und wumm, da geht er runter. So. Sehr schön. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Du sagst es zu einem Mercedes-LKW, kämpft wie ein Mann. Ja. Willst du sie mal heiraten? Bestimmt irgendwann, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich wieder zu hell, ne? Unfassbar, gell? So, genau, jetzt hat er sich eingewagt und jetzt wäre es so, ich gehe jetzt hier so vor, hier an den Sensor und dann fährt er nach oben durch die Thruster, wieder zurück, geht er wieder runter. Da muss man da mehr Sensor machen, damit man nicht bis zur Kante fahren muss. Aber das war so mein Gedanke. So, und der LKW ist ja eigentlich schon recht schwer, ne? Muss man dann echt gucken, wie man das einstellt. Aber es funktioniert schon mal gut. So habe ich mir das vorgestellt. So. Okay, ich muss meinen Chat wieder anmachen, sonst sehe ich nichts. So. Grüße mich, wurde noch nie gegrüßt. Surprise, ich habe dich jetzt schon, glaube ich, zweimal gegrüßt. Denkst du, dass Michael Schumacher wieder gesund wird? Oh, das weiß ich nicht. Es ist sehr still um ihn geworden. Also ich glaube, das ist nicht so ausgehen wird, wie sich viele das erhoffen. Die Rampe kannst du auch mit Dusen machen. Ja, habe ich auch überlegt, dass wir die Rampe oder programmieren, dass man per Schalter das dann hochfahren lässt irgendwie. Müssen wir mal gucken. Was ist Xilin? Ist Xilin da? Ah, Xarok leuchtet. Ah, okay. Ist Xilin auf dem Heimweg, oder? Ich schau mal kurz in WhatsApp nach. Ach, du streamst ja selber gerade. Viel Spaß. Und wie viel streamt Gronkh am Freitag immer? Oh, das weiß ich nicht. Weiß jemand, wann Gronkh immer Freitag streamt? Ich lese nur den Chat, okay. Oder drehst die Sensoren um 15 Grad und machst sie dann... Ah! Danke. Das war sehr klug. Das Problem ist, wenn ich den jetzt wegmache, wenn die Thruster runterfallen, müssen wir das so machen. So. Dann machen wir die Sensoren. Oh. Ja. Das ist genau wieder gemacht. So, das ist eine gute Idee, dass wir hier Sensoren hinsetzen. Das ist klug. Mensch. Das ist bestimmt der klugste auf der Schule. So, und dann machen wir hier. Ist dann. Ja, das passt. Oder machen wir hier Sensoren dran. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Warte, nee, nach oben und dann so schief liegen. Okay, so, dann gehen wir. Wir haben ja hier schon einen Controller, oder? Nee. Nee, haben wir noch nicht. Brauchen wir natürlich auch wieder unten die Thruster, die jetzt weggefallen sind. Sonst ist es nicht mehr gleichmäßig. Wie lange machst du noch? Nicht mehr lang. Also ich mache jetzt gleich aus. So. Gehen wir an die Sensoren dran. Stellen wir mal 45 Grad ein, oder? So. Wir können ihn doch auch Mod machen, wegen Xaroc 10.000 Abos hat. Genau, falsche Richtung. So. Genau, dass das einfach früher aktiviert wird, ab hier schon, das ist gut. Dann machen wir noch auf 20. So, je nachdem wie groß dann das Fahrzeug ist, dann reagiert es recht früh. Wir könnten auch noch... Ne. Aber zu weit darf es auch nicht sein. Also wenn man jetzt hier mal hier so ein Fahrzeug simuliert, ne? So, reagiert recht früh. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Idee gewesen. Sehr gute Idee. Ich fahre jetzt ins Wochenende. Ja, es ist Wochenende. Schade, dass wir am Wochenende so viel zu tun haben. Ach Mann. Naja. So, dann machen wir hier mal das Häuschen noch ein bisschen weiter. So. Gut, hier machen wir Glas dann. Und hier machen wir eine Tür. So, und hier... Müssen wir mal gucken. Machen wir hier Glas. Machen wir mal so. So. So ungefähr. So, kannst du mich bitte grüßen? Okan, hallo lieber Okan. Freut mich, dass du da bist. Xilin, viel Spaß. Verfahr dich nicht. Ah, Xilin fährt diese Strecke schon seit Jahren. Die verfährt sich nicht so schnell. So, dann machen wir hier noch eine Säule. So. Ist vielleicht ein bisschen hoch. Oder? Nee, passt schon. Also das machen wir dann optisch auch noch ein bisschen schöner, ne? Das ist jetzt nur hier so ein bisschen das Grobe. So. Genau. Gott, 150. Xilin fährt, glaube ich, nach Hause. Genau. Mach am besten auf beide Seiten Rampen. Ja, denke ich, können wir machen. Ja. Können wir machen. Wo ist die Musik? Die hat mir jemand mal gegeben. So, die Luft lassen wir ihm, damit da sich nichts verkeilt. Genau, dann haben wir hier so ein kleines Häuschen. Schön. So, kannst du mich mit meinem ganzen Namen grüßen? Oh, das kann man sich mal überlegen. Tim Erbach. Gibt es morgen bei Hammerball auch meinen Namen zu sehen? Ja, Honig. Oder? So, dann machen wir hier unten zu. Das wird dann der Technikraum. So, dann machen wir hier ein Treppchen hin. Machen wir doch vielleicht. So. 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 Schön. Genau, haben wir ein kleines Treppchen. Mal gucken, ob wir sie vielleicht da nochmal eins breiter machen. Müssen wir mal schauen. Ja. So. Technikraum. Wunderschön. Okay. Hier liegen noch die verloren gegangene Pflaster. Remixer HD. Hallo. Bau doch noch einen Technikraum, eine Wartungstür. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also das kriegt dann noch eine Tür. Auch oben, da wird es eine Tür geben, ganz klar. So. Genau. Das wird ziemlich groß, müssen wir mal gucken, wo wir das platzmäßig hinstellen. Hier will ich es ja nicht hinstellen, hier soll ja dann Slalom sein und so. Willst du wissen, was ich baue? Unbedingt, unbedingt. So. Machen wir hier einen Rand, damit man nicht runterfallen kann. Oh, ein ganz großer EEP10 und A&P Minecraft Tutorial Maker wird zum Xaukianer. Hallo, willkommen. Ich baue eine Waage für Fahrzeuge, wo man messen kann, wie schwer das Fahrzeug ist, auf dem man halt rumguckt, ne? So, dann nochmal hier so. Damit wir hier eine Mauer ziehen können, damit einfach nichts runterfällt. Aber lassen der Waage genug Luft, damit die sich nicht verkeilen kann und dann die Werte verfälscht. So wie bei ADAC. So, oder bei VW. So, ja. So. Du sollst vielleicht eine Pause machen, ist irgendwie fertig aus. Was? Ich sehe fertig aus? Nö, mir geht's eigentlich ganz gut. Aber ich mache ja eh gleich aus. Daher passt schon. Aber danke, dass du dich um mich sorgst. Sehr nett von dir. Hm. Hm. So, so. Machen wir hier jetzt noch eine Wand. Oh, hier müssen wir eins weniger machen. So. Voila. Schauen wir noch hoch. Genau. So, das sieht doch nach einer vernünftigen Stelle zum Arbeiten aus. Wenn wir hier so oder so. Mal gucken, wie ich es mache. Oder wir machen das Häuschen eins weiter vor. Das ist nie. Das machen wir. Wir machen das Häuschen eins weiter vor. So. Oder so. Das sieht eigentlich auch ganz witzig aus. So mit dem vertieften Glas. Hm. Das gefällt mir gerade. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist gut. Ich habe geschrieben, willst du wissen, was ich zeichne? Nicht, was ich baue. Habe ich nicht gesagt? Ja, möchte ich unbedingt wissen. Du solltest vielleicht eine Pause machen. Genau. Trenn doch am besten die kleine Fläche neben der Waage von der Waage mit dem Zaun. Was? Trenn doch am besten die kleine Fläche neben der Waage von der Waage mit einem Zaun. Trenn doch am besten die kleine Fläche neben der Waage von der Waage mit einem Zaun. Ich verstehe es gerade nicht, vielleicht bin ich zu dämlich. Es tut mir leid, ich verstehe es wirklich nicht. So. Genau, da haben wir das getrennt, das passt. So, damit man nirgends runterfällt. Ja, da muss ich überlegen, wenn man das hochklappt und dann klappt das da so rein, dann ist das nicht mehr so ganz perfekt. Deswegen lassen wir das lieber so. So, ich weiß, wie man eine funktionierende Anzeige baut, die das Gewicht anzeigen kann. Ist kompliziert und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, ich weiß es auch. Ich mache unten Sensoren rein. Und die Sensoren werden alle verschieden eingestellt. Sprich, einer wird auf 10 eingestellt. Also wir können jetzt mal gucken, wie hoch das ist. Genau 11. Sprich, wir stellen 10 ein, dann einer 9, einer 8, einer 7, einer 6, einer 5, einer 4, einer 3. So, weiter geht's eh nicht runter. Es geht nur 4 runter, fällt mir auf. Also bis 4 geht's runter. Warte, haben wir 1, 2, 3. Also machen wir von hier. 3 geht ja auch nicht mehr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und wenn die Waage runterdrückt, drückt die hier drauf. Und dann kann man hier eine Anzeige machen. Sprich, zum Beispiel, wir machen einmal hier was außen hin, damit man auch als Fahrer weiß, wie schwer sein Fahrzeug ist. Also sprich, zum Beispiel, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müssen wir eh mal gucken. Die Thruster sind ja 5 hoch, ne? 1, 2, 3, 4. Ne, 4. Okay, also ab 4 geht nicht mehr. Also 5 geht noch. Also dann haben wir hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Anzeigen, also 6 Stufen können wir einstellen. So, da haben wir jetzt hier, da können wir die hier wegmachen. So, dann haben wir... Ne, eine brauchen wir noch. Ist jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen ungünstig. So, dann machen wir doch mal so, damit es einfach schöner aussieht. Ich finde das sowieso zu fett mit der Wand da. Machen wir hier Glas hin. So. So sieht es besser aus. So, genau, dann haben wir hier 6 Anzeigen. So, erste Anzeige, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. So, jetzt ist dann theoretisch Gewicht drauf. Wir können es ja mal simulieren. Wir nehmen jetzt hier so... Oder warte, wir nehmen was Großes, was schwer ist. Das hier ist zum Beispiel sehr schwer. Stell ich jetzt mal drauf. Passiert noch nicht viel. Warte, wir machen das ein bisschen anders, sonst muss ich das wieder alles wegräumen. So, genau. 1, 2, 3, 4. So, einfach mal hier so Platten drauf. So, jetzt geht er langsam runter. So, jetzt leuchtet ein Licht. Also sprich, wir haben jetzt das leichteste Gewicht. Ich meine eine digital in einem Display. Achso, ja, das könnte ich eigentlich auch machen. Das ist eigentlich auch eine Idee. Da könnte ich meinen Counter hernehmen. 8 bis 8 geht mein Counter. Das wäre eigentlich eine Idee, dass wir meinen Counter hernehmen. Den hier. Das ist eigentlich eine Idee. Stimmt, das könnte ich auch machen. Ich habe ja hier meinen Counter. Bis 8 geht der rein theoretisch. Wenn ich dann... Da kann ich die ganzen Anzeigen rausnehmen. Außer die Zahl anzeigen. Warte mal. Genau, da könnte ich... Das ist eigentlich eine gute Idee. Genau, das hier ist... Jetzt muss ich gucken, was die 1 ist. Genau, die 1 war unten gewesen. Sprich, das ist die 1. Ich kann es ja jetzt hier mal die Reihe hier wegmachen. So, das ist die 1. Also sprich, ich habe hier den ersten Sensor. Achso, ich muss es erst verbinden. Aber das müsste gehen. Warte. Wenn ich das hier als 1 hier nehme. So, genau, dann müsste der jetzt die 1 anzeigen. Genau. Ha, das könnte man machen. Und sprich, wenn ich jetzt oben wieder wegnehme, müsste er hier weg. Müsste er die 0 anzeigen. Also ich habe es jetzt blöd gemacht, wollte mit dem Wegreißen. Ah, jetzt zeigt er gar nichts an, genau. Das wäre eigentlich eine Idee, das könnte man echt machen. Warum sollte er springen? Was, ich soll springen? Setz nochmal einen Froster drauf. Das wäre eine coole Idee, ja. Platzieren das woanders, dann nehmen wir die Anzeigetafel her. Da brauchen wir das auch nicht mehr neu einstellen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Sprich, ich nehme jetzt hier die Seite. die jetzt mal hier so hin. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann haben wir hier die 1. Die 2. Die 3. Die 4. Die 5. Und die 6. So. Das ist eigentlich eine coole Idee. So, warte. Das können wir ja jetzt mal hier nochmal simulieren. Schade, dass ich hier nichts draufstellen kann. Das liegt halt daran, dass das flexibel ist. Machen wir nochmal hier so Platten drauf. So. Jetzt zeigt es 1 an. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich noch mehr drauf krieg. Ah. Komm schon! Ah. Jetzt wird halt schwer. Wird schwer! Hm. Es wird gerade seitlich schwer. Oh je. Ich mache mal kurz hier die Faster an. Ich glaube, es hat sich verkantet. Kann es sein? Nee, kann nicht sein. Hm. Es wird gerade schief schwer. Das ist natürlich etwas ungünstig. Ja, jetzt hat es kurz die 2 angezeigt. Aber das ist eine coole Idee mit den Zahlen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das könnte man dann so vielleicht so machen, so einstellen. 1 ist dann 1 Tonne, 2 ist 2 Tonnen, 3 ist 3 Tonnen, 4 ist 4 Tonnen, 5 ist 5 Tonnen und 6 ist 6 Tonnen. Das ist eigentlich eine interessante Idee. Das könnte man machen. Das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. Finde ich cool. Das können wir auf jeden Fall machen. So, dann brauchen wir den ganzen Technikrahmen drumherum nicht mehr. Das können wir rausmachen. Wir brauchen ja nur die Anzeigen. So. Da hast du mich wieder auf eine geniale Idee gebracht. Das finde ich gut. Gut, dass ich meinen Counter noch habe. Ich finde das immer so cool, meinen Counter kann ich immer wieder irgendwo einsetzen. Ha. Das Ding hat sich einfach gelohnt. Ich habe viele Stunden dafür gebraucht, den zu bauen. Und ja, ich kann ihn immer wieder einsetzen. Einfach total praktisch. Dann mach doch noch ein T auf das Display. Ein T. Achso, für Tonne. Ah. Gute Idee. Für Tonne, ja, das ist eine gute Idee. Damit jeder weiß, dass Tonne damit gemeint ist. Das ist eine gute Idee. So. Oh, schön. Ein T, dann machen wir hier das, machen wir das weg, ne? Das X einfach. So, dann machen wir hier ein Pfeil. Oder ich versuche es zumindest. Na, das ist blöd. Ja. T. Ich weiß nicht, ob man das dann schlussfolgern kann, dass man sagt, okay, damit ist Tonne gemeint. Ich hoffe, dass das geht. So. Tonne. Ich hoffe, man weiß es. Also T für Tonne. Tim Eber, es interessiert niemand, was du baust. Achso. T, Gumba. Nee, danke, Gumba. Ne, Gumba, hier in der Schweiz haben wir gerade 16:05 Uhr. Echt? Denn normal ist es ja immer eine halbe Stunde oder so. Oder eine Stunde Zeitverschiebung, aber 10 Minuten Verschiebung? Kenne ich so jetzt auch noch nicht. Oder K für Kilo? Naja, 1 Kilo wird nichts schwer sein. Also T ist schon... soll ja wirklich die Tonne sein. Ein kleines T steht für Tonne. Na, dann machen wir halt von mir aus ein kleines T. Oh. So. Voila. Kleine Tonne. So. Genau. Jetzt ist ein bisschen schief geworden, oder? Warte mal, hier sind 2. Hier sind 2. Nee, ist gerade. Es geht aber um Autos, also wohl eher Tonnen. Ja. Also, leider können wir nicht Kilogramm-Anzeige machen, das geht leider nicht. So, machen wir hier noch die Mauer doppelt. Also wenn ein Auto nur 1 Kilogramm wiegt, das müsst ihr mir zeigen. So. Das ging nicht. So, jetzt. Okay, das ist aber echt eine coole Idee. Also wir können ja hier jetzt auch mal simulieren hier. So, 6 Tonnen. Tonnen. Oh, was mir jetzt aber einfällt, was ist, wenn 2 angezeigt werden? Hahaha. Hahaha. Da muss ich dann doch noch was machen. Sprich, dass das eine aktiviert wird, dann tut das zweite das erste deaktivieren, das dritte tut das zweite deaktivieren. Weil so geht das ja nicht. Sprich, wir muss theoretisch muss man... Oh, das könnte interessant werden. Das heißt, dass... ich glaube, da muss man... Oh, das könnte jetzt interessant werden. Weil es darf ja nur so sein, dass nur 1 leuchtet. Sprich, das letzte muss das deaktivieren, das da muss dann das deaktivieren, das muss das deaktivieren, das muss das aktivieren. Ich habe auch schon eine Idee. Sprich, die sind alle auf NAND. Bis auf den hier. Obwohl, kann man auch auf NAND machen. Aber lassen wir auch mal auf AND. Und wenn der jetzt aktiviert wird, wird der hier aktiviert. Also sprich, wir simulieren das jetzt mal. Bin ich schon drüber? Nee. So, wir haben jetzt hier den ersten, der aktiviert wird. Also der zeigt jetzt 1 an. So, und wenn ich jetzt hier da drauf gehe, wird der deaktiviert und er zeigt die 2 an. Ach so. Wir müssen... wir müssen ja die Sensoren ja anders da schalten. Also sprich, nicht so, sondern so und so. Okay, schauen wir mal. Genau. Ach Gottchen. Ah, das könnte echt lange dauern. Wir sind eigentlich eh fertig. Das wird interessant. Also gehen tut's. Aber das ist jetzt echt Fummelarbeit. Ich glaube, das ist ganz einfach. Okay, erklär's mir, weil ich mir mich gerade nicht dahinter blick. Also der aktiviert den, wenn der aktiviert wird, der deaktiviert. Genau. Also so müsste es jetzt eigentlich passen. Aber der hier darf nicht da drauf gehen, sondern der ist auf ganz normal auf AND, geht hier hin und der geht dahin und der hier ist auf NAND. So, genau. Also so wird's. Wo geht der denn jetzt hin? Achso, der geht auch dahin. So, dann wird's. Genau. Nee. Der auf AND, ah nee, auf OR. OR, genau. So. Auf OR. So, AND, OR. Und du musst den ersten mit allen anderen verbinden, dann den zweiten mit allen anderen. Aber nicht den davor. Was? Nein, ich sag, du musst den ersten mit allen anderen verbinden, dann den zweiten mit allen anderen, aber nicht den davor. Ach so. Ah. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also du meinst, der Sensor muss alle aktivieren. Und dann auf NAND, oder? Meinst du das? Ah, ja, genau. Ja. Stimmt, ist total einfach, hast recht. Sehr gut, Dankeschön. Genau, dann machen wir hier eine zweite einfach hin. Cool. Ist wirklich einfach, hast recht. Sau cool. Sprich, wie machen wir das jetzt? Was haben wir hier? Warte, nee, Moment. Also, Pustekuchen. Sprich so, dann wird der deaktiviert, genau. Und wenn man jetzt zwei hat, werden die deaktiviert. Oder? Hab ich jetzt richtig? Bin ich richtig? Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, und der aktiviert den hier. Den da, den da, den da, den da. Der aktiviert den da, den da, den da, den da. Machen wir jetzt nur die drei. Genau, und dann wird das immer zur Reihe umgeschalten. Ich hoffe, ich bin mit den Gedanken richtig. Dann machen wir die auch auf NAND. So, und der würde dann da hochgehen. So, schauen wir mal. Sensor drehen würde auch gehen, ist auch eine gute Idee, das stimmt. So, jetzt ist 1 und 2 aktiviert, warum weiß ich nicht. Habe ich irgendwo was falsch gemacht? Nee, es muss auf AND stehen. Die müssen alle auf AND stehen. Oder? Nein. Hä? Ich hatte es doch gerade im Kopf. Im Kopf hatte ich es gerade. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt das... Genau, dann geht das ja nur weiter an. Das ist ja Quatsch. So, also die 1 muss in die 2, 3, 4, 5, 6, so dass du die 2 in 3, 4, 5, dann musst du, aber die Leute neu verbinden, nicht die Sensoren. Achso, warte, machen wir nochmal neu. Machen wir das nochmal neu? Eigentlich wollte ich schon aufhören, aber das interessiert mich jetzt natürlich. Okay, also wir machen jetzt einfach mal die Sensoren hier rein. Jeder für sich. Die machen wir mal da oben weg. So, okay. Gut, dann machen wir neue Sensoren hin. So, also du sagst, die 1 muss hier rein, die 2 dann da, die 3 dann da. So. Und der Geht dann hier rein. Dann hier, dann hier, dann hier, dann hier. So, 3 hier, 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 hier. 4 hier, hier, hier. Der da. So, und der nur hier. So, okay. Okay, nicht den Sensor. Okay, aber wie muss ich die jetzt schalten? Reicht das schon so? So, jetzt schauen wir mal. So kann ja noch nicht stimmen. Also muss ja... Warte, dann muss... Aber die 1 muss ja wieder deaktiviert werden. Wie funktioniert denn das jetzt? Die 1 muss in die 2, 3, 4, 5, 6, dann muss die 2, 3, 4, 5... Oder meinst du, die 1 muss nicht... hier rein? Nee, das kann ja nicht sein. Oh, das macht mich ganz wuschig. So, das passt ja soweit. So, und wenn der aktiviert wird, muss ja das hier wieder deaktiviert werden. Aber wie mache ich das? Die sind ja nicht miteinander so jetzt irgendwie verzwickt. Du musst jede Zahl mit jeder Zahl, außer sich selbst anschließen. Okay. Dann machen wir das mal. So, okay. Mal hier. Ja, aber da ist es doch auch so, dass es dann steigt. Und jetzt? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil die leuchten ja jetzt dauerhaft. Normal muss es ja dann, die davor müssen ja ausgehen. Muss ich denn sagen? Weil so geht's nicht. Das ist im Prinzip genauso bis jetzt wie vorher. Hilfe. Aber vielleicht sagt er mir jetzt gleich, was ich jetzt tun muss. Was muss ich jetzt machen? Muss ich dann den darüber tun, damit der den aktiviert oder deaktiviert? Und dann glaube ich alle auf Xor. Also die auf Xor. Okay, probieren wir das mal aus. Schauen wir mal. Ach so. Hä? Nee. Hä? Komisch. 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 Muss wieder mal auf End. Ich weiß es, ich hatte es doch gerade auch im Kopf irgendwie. Machen wir mal die auf Xor. Ne, das bewirkt gar nichts. Sag mal, soll ich es für dich bauen? Du kannst natürlich probieren. So, schauen wir mal. Ah, Schmarrn. Seltsam, wie sich das durchschaltet, gell? Ah, hier war noch nicht auf Xor. Schauen wir mal. So, könnten wir das am Freitag nächste Woche machen, dann bekomme ich meine Map kurz. Ja, also bei mir ist es ja auch so, ich bastel dann so lange daran rum, bis ich es hingekriegt habe. Also. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich muss das so machen wie mein Counter, damit der die Zahl vorher deaktiviert. Schauen wir mal kurz rein. Ich weiß es jetzt nämlich auch nicht mehr. Ich habe das auch schon so ähnlich gehabt. So. Das mal so. So zeigt er jetzt die 0 an. Jetzt drücke ich 1. Genau, NAND war das. AND und NAND. AND und NAND. Das ist ja alles AND. Ah, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Hier haben wir nur... Man sieht dich kaum, echt? Hm. Wo wohnst du? Ich wohne in der Nähe von München. Notfalls muss ich das hier nehmen. Was wäre, wenn die Taste durchgedrückt wird? Mhm. Notfalls könnte ich auch das hier nehmen. Müssen wir mal gucken. Also ich krieg das auf jeden Fall irgendwie hin. Ich habe das schon öfters hingekriegt, also bei den Dingen auch. Aber ich weiß gerade nicht mal, wie ich das schalten muss, damit das erste das andere wird deaktiviert. Vor allem muss es ja dann gedrückt sein und wenn es dann später wieder alles deaktiviert, dann muss es ja wieder bei Null sein. Ja, gehen tut's auf jeden Fall. Also gehen tut's auf jeden Fall. Aber wie war das, dass das eine das andere wieder deaktiviert? Das ist jetzt das. Sprich, warte mal. Warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe gerade die Idee. Lassen wir mal da reingehen. So. Oh, oh, ist klar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hast ja recht. Hm, ja. Ich glaube, da kommt die Xilin gerade. Mal schauen. Ob ich das so mache. Genau, das hier auf Xor-Stelle, sprich, wenn jetzt der zweite aktiviert wird, wird der deaktiviert. Ah. So kriege ich es aus. Okay. Wenn ich das jetzt auf Xor stelle... Dann geht aber das erste wieder an. Entweder kann man gucken, ob man das dann da so drauf gehen lässt. Genau, das könnte gehen. Ah, jetzt habe ich es. So geht's, so geht's. Dann hier den, der geht da drauf, der geht da drauf. Also sprich, alle auf Xor. Da und da. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Was habe ich? Habe ich den... Also, so muss da ja stehen. Genau, 1, 2, 3. Ja, jetzt da. Genau, Xor, Xor, Xor. Ah, schaut her. Der geht dann hier, 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 hier. Der geht dann hier, 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 hier. So, so. Schauen wir mal weiter. Klack, klack, klack. Oh, der letzte fehlt noch. So. Zack, 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 zack. Ha! Wir haben's! Wir haben's hingekriegt. Sehr gut. Also sprich, ab, dab, 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 dab. Voila. So, dann geht der hier. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5, Nummer 6. So, schauen wir mal. 1, voilà. Nummer 2, voilà. Nummer 3, voilà. Nummer 4, voilà. Es war aber früher Xor, weil Ohr, das macht keinen Sinn, das ist eigentlich Xor. Früher war das Xor, keine Ahnung. Warum da jetzt Ohr steht, ich weiß es auch nicht. 5 und Nummer 6. Voila. Und wenn ich alle deaktiviere, ist es aus. Sehr schön. Ah. Xaroc, ich hatte es vor 6 Minuten vor dir. Ja, wenn das wirklich so ist, kannst du es mir schicken. Jetzt direkt. Ich möchte das sofort von dir sehen. Wenn du das nicht tust, dann glaube ich es dir nicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, einen kleinen Like da lassen. Ich sage ciao, ciao. Der Hund dreht gerade am Rad, weil jemand nicht abwarten kann. Spaß. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.